Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, heute hier in einer ganz speziellen Location zu sein. Und zwar sitze ich bei dem Alex im Büro. Hallo Alex. Hallo. Und zwar den Alex habe ich kennengelernt, wir haben zusammen im Bachelor studiert und im Master haben sich dann die Wege etwas aufgetrennt. Alex, du warst in Darmstadt, hast dort studiert? Ja, genau, ich war an der TU Darmstadt, dann bin ich in die technische Richtung mehr gegangen und habe Energy Science und Engineering studiert. Immer schön sperriger Titel, also im Endeffekt Energieingenieur, nur mit besserem Titel sozusagen. Mit besserem Titel, okay. Und ja. Der Titel hat sich scheinbar bewährt, also du hast jetzt hier einen Job bei der beim Deponiepark Rhein-Main, der Deponie Wicker, wenn ich das richtig... Genau, also genau. Die Firma heißt RMD, Rhein-Main Deponie GmbH. Okay. Und genau, der Hauptstandort ist eben die Deponie Flörsheim-Wicker. Und hier sitzen wir jetzt gerade auch bei dir in dem schönen Büro. Ja, genau, ich bin schön hier. Genau. Und wir haben gerade eben schon eine kleine Deponieführung gemacht, da hast du mir ja schon einiges gezeigt. Ja. Vielleicht, also wir haben auch währenddessen mit einem externen Mikrofon ein bisschen aufgenommen, aber da muss ich mal schauen, ob ich da noch ein paar Punkte mit reinschneide, wo das gut passt. Und von daher könnt ihr euch, liebe Hörer, jetzt drauf freuen. Wir werden dieses Mal eine Episode zum Thema Deponierung und Abfälle machen. Hier auf der Deponie wird ja vor allen Dingen Siedlungsabfall, wenn ich das richtig verstanden habe, deponiert. Also auch, also Restmüll und biologischer Abfall, oder? Genau, also man muss unterscheiden. Also es wurde Restmüll bzw. Siedlungsabfall deponiert und zwar bis 2005. Und Bioabfall wird nicht deponiert, aber wir bereiten den hier auf und machen bestimmte Rohstoffe und Energie raus. Und genau, was jetzt hier noch deponiert wird, aber ich denke, da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, ist eben hauptsächlich Müllverbrennungsschlacke, auch aus der Restmüllverbrennung. Okay, vielleicht fangen wir einfach mal an. Du hast ja mit mir zusammen oder vor allen Dingen du einen guten Ablauf überlegt und zwar ja, Abfall, Müll, Kehricht. Es gibt ja ganz viele Begriffe dafür, ist ja auch etwas, was uns eigentlich schon seit Menschengedenken irgendwo da ist. Klar, immer wenn man irgendwas nutzt und verbraucht, dann kommt da auch irgendwie was raus, bei biologischen Organismen sowieso, aber auch natürlich, wenn wir jetzt irgendwie Sachen herstellen. Und zwar, was ist denn eigentlich Abfall? Also wie kann man das irgendwie definieren? Wie ist das definiert? Vielleicht kannst du da als Experte, sage ich mal, was dazu sagen, ja. Also ich würde mich immer noch nicht als Experten für Abfall bezeichnen, aber wir haben, ich hatte auch mal ein lustiges Seminar an der Uni, wo wir eigentlich darüber diskutiert haben auch schon. Und man kann nicht sagen, so die richtige wissenschaftliche Definition gibt's nicht. Es gibt eine rechtliche Definition sozusagen, weil Abfallrecht natürlich sehr stark strukturiert ist. Aber es, ich sage immer ganz gern, das ist ein gesellschaftliches Konzept. Menschen entscheiden zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie Materialien oder Gegenstände nicht mehr benötigen und trennen sich von denen. Entweder räumlich, sie schmeißen es irgendwie irgendwo hin oder weg von sich, vom Körper, bringen es aus ihrem Haus raus in irgendeiner Form. Oder sie trennen sich vielleicht auch so anderweitig, lassen es irgendwo liegen. So auch vielleicht im Haus, da kann man auch dann schon drüber diskutieren, ist das jetzt Abfall, wenn man es praktisch nicht mehr braucht, aber es liegt noch da. Genau, aber das ist so ein bisschen das Grundkonzept, dass es etwas ist, wo die einzelne Person entscheidet, ich brauche das nicht mehr. Okay, also zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt vor ein paar Jahren mir ein neues Handy gekauft, habe jetzt das alte Handy irgendwie immer noch in der Schublade, habe das mittlerweile schon vergessen, das wäre dann eben auch, also ist dann Definitionssache, ob es Abfall ist oder nicht und genau, aber könnte man schon mit reinzählen wahrscheinlich. Laut Abfallrecht wird es eigentlich erst dann zu Abfall, indem wo du dich aktiv davon trennst, also indem du es beispielsweise in die Mülltonne schmeißt oder irgendwo eine Sammelstelle abgibst oder ja. Und zwar mit der Intention, dass es eben auch jetzt weg soll und nicht mehr seine Funktion erfüllen. Wenn du es jetzt verkaufen würdest, wäre es jetzt nicht unbedingt zu Abfall geworden. Kann ja sein, vielleicht findest du noch jemanden, der sich dafür dein Handy interessiert, der es vielleicht sogar noch nutzen möchte, vielleicht fürs Festival oder was weiß ich nicht.
Und dementsprechend könnte man den Abfall so auch nochmal vielleicht mal umwerten. Mhm. Du hast jetzt hier auch aufgeschrieben, Sachherrschaft über den Gegenstand aufgeben, beziehungsweise sich des Gegenstandes entledigen. Das würde da ja, also das ist ja genau das 1:1, was du gesagt hast. Was mich da an der Stelle jetzt interessieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel ein altes Handy habe, das nicht mehr geht und ich verkaufe das an jemanden, der sagt, hey, ich will das recyceln. Ist das dann Abfall oder ist das, weil eigentlich ist es ja dann auch wieder ein Edukt, ja, der macht damit ja was. Ja. Also er veredelt es jetzt nicht unbedingt, aber holt ja die Materialien raus. Ne? Ich glaube, das ist vor allem das, was in den letzten Jahren, was wir immer mehr beobachten und was wir, worüber wir, glaube ich, auch noch viel diskutieren werden, weil das ist das, wo es hingehen muss. Ja, also wir können nicht mehr einfach nur sagen, das ist Abfall. Vielleicht leben wir irgendwann so in der sogenannten Zero-Waste-Economy, dass sozusagen niemand mehr sagt, das ist Abfall, ich brauche das nicht mehr, sondern es geht eher darum, den zu finden, der es vielleicht braucht. Aber das ist natürlich ein Idealzustand und ich sag mal so, da sind wir durchaus schon noch weiter davon entfernt, als jetzt so der eine oder andere vielleicht auch denkt. Ja. Ja. Also wir sind ja vorhin hier über die Deponie gelaufen, ich glaube 86 Hektar waren es, oder? 86 Hektar, ja. Ja, und da, also das ist schon gigantisch, wenn man sich das anschaut, auch in welchem Minutentakt hier dann die LKWs rein und rausfahren. Und das ist schon, also da sind wir noch ein bisschen weiter davon entfernt, dass wir das alles dann wirklich 1:1 als Produkt weiterverwenden, ja. Richtig, vor allem, wenn man sich überlegt, das ist ja nicht mehr die Hochzeit jetzt hier. Also seit 2005 wird kein Siedlungsabfall mehr deponiert. Hier fahren zwar noch LKWs rum und transportieren Material mit den verschiedensten Hintergründen. Aber ja, das sind riesige Mengen, über die wir hier reden und die kann man eigentlich auch, selbst wenn man oben auf dem Berg steht, so wie wir vorhin, kann man die eigentlich gar nicht so richtig wirklich fassen und mit seinem Kopf verstehen, was das bedeutet, wie viele Menschen da über wie lange Zeiträume Sachen sich entledigt haben. Okay. Ja. Aber es hat mich trotzdem noch verwundert, wie viel hier ist oder wie viel hier eingelagert wird. Was mich am meisten auch verwundert hat, ist, und ich dachte zur Deponie, wenn man das in irgendwelchen Dokumentationen sieht, du hast mir ja auch mit Dokumentation empfohlen. Welcome to Sodom hieß sie, glaube ich. Ja? Ja. Da sieht die Deponie ein bisschen anders aus. Ja, das ist halt, hier ist es ja im Grunde, also Schlacke, die deponiert wird, ne? Also Verbrennungsschlacke von der Müllverbrennungsanlage. Und dadurch sieht das irgendwie eher aus wie jetzt, ja, Kies oder sowas. Also wie eine große Kieshalde, wo dann irgendwie zwischendrin nochmal ein Löffel liegt oder irgendwelche anderen Sachen. Und das fand ich sehr interessant, weil diese Deponien, zum Beispiel diese Deponie Sodom und Gomorra, das ist ja eine Stadt in Ghana, glaube ich, war das, gell? Ja, genau. Und da ist ja vor allen Dingen Elektroabfall dann deponiert. Das passiert ja bei euch nicht. Also, richtig, genau. Also wir sind ja auch in Deutschland jetzt, sage ich mal, so, dass wir das Elektrogeräte separat gesammelt werden, weil das sind natürlich jede Menge schädliche Materialien drin. Viele werden dann eben auch, ich glaube, das hast du für später auch aufgeschrieben, eben nicht unbedingt in Deutschland entgelagert bzw. weiterverarbeitet, sondern eben, darum ging es ja, glaube ich, auch in dem Film viel, oder was glaube ich, da ging es in dem Film viel darum, dass eben Geräte aus Deutschland zum Beispiel dahin kommen. Mhm. Und dann, sage ich mal, in manueller Handarbeit mit Feuer, mit ja, wirklich massivsten Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen recycelt werden, sage ich mal in Anführungszeichen. Das ist natürlich schon eine andere Dimension und gibt einem zu denken, ob man unbedingt das neueste Smartphone braucht, wenn es denn keine geregelten Verwertungsmöglichkeiten gibt und letztendlich Menschen unter unserem Elektronikmüll leiden. Ja. Ja, gut, das ist sehr interessant auch. Wie macht ihr das? Nehmt ihr hier auch Elektromüll an? Ich habe ja gesehen, ihr habt hier einen Wertstoffhof mit dabei, ne? Genau, ja. Genau, also nehmt ihr schon auch hier an? Wir nehmen die an und die werden dann an weitere Verwertungsgesellschaften geleitet. An einem anderen Standort haben wir auch so eine kleine Elektrowerkstatt, die natürlich noch weiter zerlegen. Ah, okay. Und versuchen da eben das möglichst gut recycelbar zu machen. Okay, spannend, ja. Wir haben jetzt gerade auch angefangen mit Definition und was ist Abfall. Und du hast hier jetzt noch aufgeschrieben, der subjektive und der objektive Abfallbegriff. Ja, was meinst du denn damit? Also genau, also das ist so ein bisschen das, was wir gerade gesprochen hatten, von wegen, ich gebe den Abfall weg. Teilweise wird aber auch praktisch von der Gesellschaft oder sowas entschieden, also ich weiß nicht, ob ich das perfekt wiedergebe, dass aber das Abfall ist, weil angenommen, du hast jetzt irgendwas in deinem Garten lagern. Ja. Und vielleicht bist du auch gar nicht oft in deinem Garten. Für dich ist das kein Abfall. Aber wenn du es da in deinem Garten angenommen hast, rollt irgendwie auch ein bisschen auf die Straße, ist dann irgendwie plötzlich auf einer öffentlichen Straße und andere Leute sagen, Moment, was soll das denn hier? Das brauchen wir hier doch gar nicht. Sozusagen, es kann auch sein, dass für dich entschieden wird, was Abfall ist. Also es ist nicht unbedingt die Besitzherrschaft, die das unbedingt terminiert.
Das heißt, was für einen, das ist vielleicht auch so die andere Facette, was für einen Abfall, das kann für einen anderen extrem wertvoll sein. Irgendwie eine Erinnerung an, an die Oma oder sowas, ja. Diesen Aschenbecher hat mein Opa mal benutzt. Ja. Naja, aber wie gesagt, wenn der dann irgendwo auf der Straße steht und jemand sagt, was soll der Aschenbecher hier, den brauchen wir hier nicht, dann ist das mal schnell Abfall geworden. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich hatte jetzt noch was rausgesucht, und zwar stand das auf Wikipedia, und zwar, dass es über 800 Abfallarten gibt auf europäischer Ebene, und das fand ich auch sehr interessant. Wir haben jetzt hier eben über biologischen Abfall geredet. Dein Fachgebiet ist ja auch eher so die Biogaserzeugung und generell die Energieerzeugung hier auf der Deponie. Und ich finde es sehr interessant, dass wir das so fein aufdröseln, dass wir 800 unterschiedliche Arten auf europäischer Ebene haben. Ja. Kommen wir nachher nochmal auch ein bisschen auf das Recht zu sprechen, was ja enorm groß ist und wo es ja ganz viele unterschiedliche Auswüchse gibt. Für jede einzelne Abfallart gibt es ja gefühlt ein eigenes Gesetz. Und ich glaube, so ganz durchblicken kann man das auch alles gar nicht. Ne? Aber allein, wenn wir bei Abfall schon 800 unterschiedliche Arten haben, das ist ja... ja, das ist einfach verrückt, finde ich. Also das ist dann auch schwierig, glaube ich, im Allgemeinen drüber zu reden, weil es halt im Speziellen nochmal unterschiedlich ist. Und das hast du ja auch gerade gesagt, hier bei euch seid ihr auf etwas spezialisiert. Ihr nehmt die zwar auch an, aber wie es weiterverarbeitet wird, ist dann nochmal auch eine ganz andere Geschichte. Ja. Ja, ich sag mal total, also das merkt man ja total, wenn man über Ländergrenzen geht und da mal zum Beispiel in so ein Ferienhaus oder das ganz andere Mülltonnen und was dann hinten dran noch mit dem Müll passiert, ist nochmal anders geregelt. Ja. Also ich glaube, in Europa gibt es da schon langsam so eine Bewegung, das auch zu vereinheitlichen. Wir haben viele internationale Besuchergruppen, also sowohl innereuropäisch als auch außereuropäisch. Auf der Deponie jetzt? Ja, genau. Ja. Also die kriegen eine ähnliche Führung jetzt so wie du oder halt je nachdem, was so der Fokus ist. Und viele denken zumindest, dass Deutschland eine der führendsten Nationen ist. Und ich denke, das stimmt auch. Sowas, was die Abfallbeseitigung, Verwertung, Einsammeln anbelangt. Ne? Wie gesagt, da muss man ja nur mal sagen wir mal, in den Süden, / Osten gehen. Da sind da ganz andere Standards, die da zugrunde gelegt werden. Okay. Wir sind ja aber eigentlich auch eines der Länder, in Europa zumindest, das sehr viel Müll produziert. Ich glaube, wir sind die Nummer 4 pro Kopf Müllaufkommen, ne? Definitiv. Also ich glaube, das hängt vielleicht sogar ein bisschen zusammen, weil in dem Moment, wo man denkt, ja, ist ja gar nicht so schlimm, dann es wird ja recycelt oder es wird ja verwertet, ist natürlich das Bestreben, Abfall zu vermeiden, nicht so groß. Und wir trennen es ja auch immer schön auf mit unseren ganzen Tonnenkultur, ja? Ja, ich sag mal so, das ist eigentlich extrem wichtig. Das wird immer manchmal so ein bisschen runtergespielt. Aber wir waren ja gerade bei der Biogasanlage. Klar. Und da hat man gesehen, jede Menge Plastik, Metall, alles Mögliche ist da drin. Mhm. Und das kostet einfach mehr. Also das ist nicht mal so, dass das sagt, das ist unmöglich, da wieder rauszukriegen, aber das ist einfach Aufwand, den sich Menschen oder Unternehmen machen müssen. Ja. Und ich glaube, zwischen 4 Tonnen und zu unterscheiden und dann in die richtige zu schmeißen, das darf man von Menschen verlangen, so glaube ich. Und da wird sich, wie gesagt, viel lustig drüber gemacht, auch international. Mhm. Aber ich finde, da muss man sich nur mal die anderen Länder anschauen, wie es da mit dem Abfall so aussieht, wie gut das funktioniert, und trennen ist schon mal der erste richtige Schritt. Also es gibt ja oft, also mir wird das oft so gesagt von Freunden oder so, wir trennen das hier jetzt, aber im Endeffekt wird es dann doch wieder zusammengeschmissen. Oder dass zum Beispiel irgendwie beim Glascontainer, ist ein typisches Beispiel, dass da gar keine Trennwände drin sind, und dann man trennt das zwar irgendwie, aber irgendwie dann doch wieder nicht. Das ist ein Mythos. Ja, genau. Dachte ich mir auch schon immer, weil sonst würde man es ja nicht machen. Ja? Das spielt jetzt aber auch mit rein unser zweiter Punkt, und zwar, wer ist denn eigentlich für den Abfall verantwortlich? Ne? Weil klar, ich als Nutzer bin verantwortlich dafür, wo ich ihn jetzt entsorge. Also wenn ich ihn jetzt in Plastikmüll in die Biotonne reinschmeiße, dann bin ich hier irgendwo auch dafür verantwortlich. Aber ich werde ja ganz oft nicht zur Verantwortung gezogen. Ja. Weil es einfach schwierig ist. Genau. Wir können jetzt nicht von den Personen, die da die Müllabfuhr da arbeiten, erwarten, dass sie in jede einzelne Tonne schauen, sich da durchwühlen und entscheiden, ob das jetzt... Wobei, es kommt vor, je nachdem, welche Müllabfuhr so bei dir vorbeifährt, dass die schon mal den Deckel heben. Und wenn da in der Biotonne viel Plastik ist, sagen die, nee, nehmen wir nicht mit. Okay. Also das kommt vor, wo das so ist. Und also ich habe da noch keinen persönlichen Betroffenen kennengelernt, aber ist ja, finde ich, auch irgendwo nur fair, sozusagen. Dass man es halt einfach klar kommuniziert, dass es so versucht, den Abfall zu trennen. Also ich würde es mir mehr wünschen, weil ich wohne in einem Haus mit, also 18 Stockwerken, und da gibt es ganz viele Leute, und leider haben wir auch immer in den großen Biotonnen dann ganz viel Plastik drin, aber ja, es ist schwierig, da stimme ich mit dir überein. Ja,
Aber ich sag mal so, ich würde jetzt auch nicht in meinem Haus, wenn da viel Plastik in der Biotonne ist, anfangen, da drin umzuwühlen und das rauszusuchen. Klar. Das kann man dann letztendlich nur wieder technisch lösen, aber ja, wie gesagt, das kostet alles. Ja, klar. Ja. So, und ja, da sind wir eigentlich im Endeffekt der, wer ist für den Abfall verantwortlich? Also ich weiß nicht, du bist jetzt wahrscheinlich kein Häuslebesitzer. Nee, leider nicht. Ich leider auch nicht. Aber jeder Hausbesitzer zahlt sozusagen eine Pro-Kopf-Pauschale, die von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist. Und das eigentlich auch, wer verantwortlich ist. Nämlich die Kommune, die Stadt, die sorgt dafür, dass der Müll eingesammelt wird. In der Regel in Deutschland, wie gesagt, funktioniert das ganz gut. In Italien hat man ja zum Beispiel schon öfter mal gesehen, dass das nicht so gut funktioniert. Insbesondere, wenn die Unternehmen dann streiken. Ja, genau. Also bei uns wird der eigentlich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass da mal Abfall nicht abgeholt wurde. Und da muss man natürlich auch mal kurz drüber nachdenken, was das bedeutet und wie gut und welcher Luxus das eigentlich ist, dass der Müll wegkommt sozusagen. Ja. Genau, ja, auf jeden Fall, ja. Die Kommune ist dafür verantwortlich und erhebt dann von jedem Bürger so eine Pauschale. Manche haben auch angefangen, so Mengensysteme einzuführen. Wenn du mehr hast, musst du auch mehr bezahlen. Okay. Aber das ist noch, sage ich mal, in den Anfangsstadien, beziehungsweise noch nicht so verbreitet. Also mengenmäßig, dass das dann gewogen wird, oder? Nein, manche machen das über die Tonne zum Beispiel. Mhm. Also kleinere Tonnen, wenn man eine kleinere Tonne sich anschafft. Ah, okay. Da muss man natürlich aber auch dafür sorgen, dass man nur diesen Müll produziert, der in die Tonne geht und nicht irgendwie anfängt, den Müll beim Nachbarn zu entsorgen oder so. Ja, klar. Ja. Aber an sich ist das eine ganz sinnvolle Strategie, so um den Abfall zu reduzieren. Okay, interessant. Ja, wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich wusste jetzt nur, dass manche Kommunen eben angefangen haben, ja, unterschiedliche Systeme aufzubauen. Also wenn ich jetzt an München denke beispielsweise, die haben ja, glaube ich, nur eine Tonne im Haus selber und den Rest muss man dann zu so großen Sammelstellen bringen. Das ist dann praktisch Entscheidung der Kommune selbst, wie sie das handeln will, oder? Richtig, genau. Also die Aufgabe der Kommune ist letztendlich, den Abfall einer Verwertung zuzuführen. Mhm. Wie sie das macht, also ob sie persönlich macht, ob der Bürgermeister rumgeht und einsammelt oder ob sie halt in der Regel gründen die entweder im Betrieb selber oder beauftragen eine andere Firma, die das für sie übernimmt. Okay. Also dann Subunternehmer, die dann da einspringen sozusagen. Genau, und wie es halt so ist in Deutschland, kommt das sicherlich auch zu Fällen von Subunternehmern und welchen Unternehmern noch unten drunter. Also weiß ich jetzt nicht, hier in Deutschland, ich habe mal was über Amerika gelesen, wo das ein relativ größeres Problem ist mit den Subunternehmern, die da im Abfalleinsammelbetrieb arbeiten, aber hier in Deutschland ist mir da eigentlich nichts bekannt. Mhm. Also ich kann immer nur mal aus meiner persönlichen Erfahrung reden, und zwar wurde bei uns das auch abgeändert, also die Autos, die das einsammeln, das sind jetzt auf einmal andere, das ist jetzt ein französisches Unternehmen, weil das europäische immer ausgeschrieben wird scheinbar. Ja, richtig. Und also gut, die Leute sind die gleichen, aber steht halt ein anderer Name drauf, also im Endeffekt ist alles gleich geblieben, außer dass jetzt eben anderer Name draufsteht. Ja. Ja, aber sehr eigentlich auch interessant, dass es dann doch so gut funktioniert und auch funktioniert, weil, also was ihr jetzt hier macht auf der Deponie, hat ja mit dem Einsammeln erstmal eigentlich nichts zu tun, ne? Also, genau, wir sind sozusagen eins der Unternehmen, das dann sozusagen den anderen Unternehmen nachgeschaltet arbeitet. Manchmal ist das auch in einem Unternehmen zusammengefasst. Da gibt es, wie gesagt, da gibt es so viele Strukturen wahrscheinlich, wie es Kommunen in Deutschland gibt. Also. Ja, wir haben jetzt schon drüber geredet, dass eben dass ihr praktisch auch ein Subunternehmer seid oder irgendwo von der Kommune angestellt seid, um eben hier die Deponierung vorzunehmen. Seit wann gibt's das denn hier? Also du hast es vorhin mal so ein bisschen erzählt, aber seit wann gibt's denn die Deponie hier in dieser Form oder auch die Vorgänger davon? Ja, genau. Also wahrscheinlich, wie gesagt, man muss wissen, früher gab es sowas wie Deponien, das war überhaupt gar kein Begriff, der wurde letztendlich quasi neu erfunden. Also ich sag mal, im 19. Jahrhundert oder so, da hat man halt seinen Müll irgendwo hin rausgeschmissen, weg vor die Stadttore irgendwie. Und natürlich hat man hat sich das auch immer schon an Orten konzentriert. So hat man ja zum Beispiel viele archäologische Befunde macht man, indem man Abfall erfindet. Ja. Und dann kann man irgendwie Rückschlüsse auf das Leben der Menschen damals ziehen. Und genau ähnlich hat das hier auch angefangen. Also es war mal hier eine alte Kiesgrube. Okay. Man hat hier Kies abgebaut. Und als dieser Kiesabbau dann irgendwie nicht mehr rentabel war oder wie auch immer das dann kam, hat man eben auch angefangen, Müll hier reinzuschmeißen. Erstmal eher, sag ich mal, illegal, beziehungsweise damals war das halt noch nicht illegal zwingend. Und wie gesagt, auch schon damals war irgendwie der Bürgermeister, ob jetzt per Gesetz oder einfach, weil die Leute gesagt haben, hier, was ist mit dem Müll, der ist ein Problem, dafür verantwortlich und in vielen Orten in Deutschland und auf der Welt.
Ja. Wurde das eben irgendwo außerhalb, irgendwo, wo keiner so richtig hingeschaut hat, wo es keinen gestört hat, wurde Sachen weggeschmissen. Mhm. So, das waren zum Beispiel die ersten, frühesten Deponien. Und in den 70er Jahren hat man irgendwann auch gemerkt, okay, das wird ein großes Problem, es wird immer mehr. Ja, und da ist ja dann irgendwann kein Ende in Sicht und das ist eine Geruchsbelastung, eine Umweltbelastung. Und dann hat man angefangen, okay, wir brauchen sowas wie wirklich geregelte Deponien, wo alles, sag ich mal, reguliert ist, wo es eine Abdichtung am Boden gibt, wo man was mit dem Wasser macht, wo man auf die Emissionen schaut, wo man auf die Geruchsbelästigung schaut. Und zum Beispiel auch auf die Sicherheit, weil wenn man mal so durch die Gegend wandert und plötzlich fällt man in so eine Grube und da ist ganz viel Abfall drin, da kommt man nicht mehr wieder raus. Also es gab sehr viele gute Gründe und man hat, glaube ich, auch viel gelernt so in den letzten 50, 60 Jahren. Und es war so ein Learning by Doing, ständig wurde angepasst, was kann man denn noch machen, was ist Best Practice. Und dementsprechend wurden eben Abdichtungen dazu gebaut. Aber ich glaube, wir reden auch nochmal über die Deponien als solche nochmal mehr. Ja. Aber wenn es so um die Deponie als Ganzes geht. Aber es hat halt angefangen, wie gesagt, wahrscheinlich schon im frühen 20. Jahrhundert. Und seit 1970 ist das hier, oder ungefähr so 72, glaube ich, eine richtige Deponie geworden. Man hat dann geschaut, wie schaut das geologisch aus. Es gibt hier so einen Lehmboden, der eben als sehr gute natürliche Abdichtung funktioniert. Ja. Man hat dann verschiedene technische Systeme eben außenrum gebaut und dann eben auch angefangen, gezielt zu deponieren, zu dokumentieren, was wurde denn wohin geschmissen, gezielt auch das Gas abzusaugen, gezielt das Wasser aufzubereiten. Also all die Sachen kamen Stück für Stück eben dazu. Und heute ist das, wie gesagt, so eigentlich, wie du selber gesagt hast, kaum Geruchsbelästigung oder gar keine, eigentlich riecht man nicht. Das Wasser wird nahezu Trinkwasserqualität aufbereitet und dann zur Kläranlage gegeben, auf Trinkwasserqualität gebracht. Also wir haben das inzwischen, glaube ich, auch technisch in Deutschland schon ziemlich gut im Griff. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch vorhin, also ein bisschen Anekdote ist, ja. Wir haben ja vorhin die Deponieführung gemacht und sind dann hier hinten in dem Altbereich rumgefahren, wo du auch erzählt hast, dass da ganz viele Naturschutzprojekte laufen. Und das war dann so fast schon, ich habe es vorhin gesagt, so eine Art Safari, weil überall Vögel waren und Tiere waren und ihr habt ja auch Störche auf dem Gelände und sowas. Und von daher ist es schon auch so eine kleine Rückzugsfläche entstanden für eben Tiere und Insekten, was ich jetzt nicht mit einer Deponie ursprünglich in Verbindung gebracht hätte. Ja. Aber was ich sehr interessant fand, dass das dann doch auch positiv genutzt wird, die Fläche, ja, für die Umwelt. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, das kann man sowohl als Krisenzustand unserer gesamten Wirtschaftens begreifen, dass es nämlich kaum noch Flächen gibt, wo nicht eingegriffen wird von Menschen. Und auf so einer Deponie, da ist nicht erlaubt, irgendwie zu bauen. Da kann man da eigentlich auch keine Geschäftstätigkeiten aufnehmen. Es ist auch abgeschirmt von irgendwelchen Wanderern oder sowas, weil es natürlich immer noch eine Deponie ist. Und, aber einfach, dass man nicht eingreift. Oder halt, also eigentlich ist es ja komplett eingegriffener Lebensraum, ne? Also ist ja komplett künstlich geschaffen. Sag ich mal, die Wiese wird nicht gemäht, Bäume werden nicht gefällt, es gibt ja auch zum Beispiel kaum noch Wald, obwohl im Wald viele Lebewesen sind, kaum noch Wald, der nicht bewirtschaftet wird. Und hier wird das eben so nicht mit dem Ziel gemacht, irgendwie jetzt noch das Beste aus dem Boden rauszuholen oder was auch immer, sondern das wird einfach sich selbst überlassen und eben die Umweltauswirkungen werden, sag ich mal, gemonitort und dadurch holt sich die Natur diesen Lebensraum natürlich sehr schnell wieder zurück. Also zumindest sich selbst überlassen, was jetzt die Natur angeht, die da drauf wächst. Weil insgesamt macht ihr ja noch einen großen Aufwand, um das sicherzustellen. Richtig, aber wie gesagt, also ich fahre ab und zu einmal im Monat, mache ich so einen Anlagenrundgang und schaue mir alle Anlagenteile an. Aber dann ist halt einmal im Monat jemand oder halt natürlich schon noch öfter jemand draußen. Aber es ist halt was anderes, als wenn man einen Wald hat. Da sind also es ist schon ein Rückzugsort geworden mit der Zeit. Okay. Und werden Sie gerade eben auch von, wer ist dafür verantwortlich? Also das Ganze hier wird trotzdem von der Kommune betrieben? Also ihr seid ein privates Unternehmen, ne? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Also es ist sehr komplex, aber okay. Also wir können zu 50, also es ist eine GmbH, aber die ist zu 100% im Besitz von zwei Kreisen. Okay. Das eine ist der Main-Taunus-Kreis und andere der Hoch-Taunus-Kreis. Okay. Und dementsprechend sind wir schon ein kommunales Unternehmen. Und die Kommune sammelt dann die Gelder praktisch ein, also die Kosten für den Abfall werden von der Kommune eingesammelt und dann euch weitergegeben? Oder genau, wir kriegen das, so funktioniert das nicht. Es gibt sozusagen einen zwischengestalteten Unternehmer, der den Abfall einsammelt, dieses Geld erstmal von der Kommune, aber der muss natürlich dann mit diesem Müll was anfangen und der, sag ich mal,
zahlt dann, dass der anderweitig angenommen wird. Zum Beispiel. Also, ihr kriegt das Geld dann von demjenigen, der den Müll einsammelt und bei euch anliefert. Zum Beispiel, aber wie gesagt, wir deponieren ja eigentlich keinen Hausmüll oder Restmüll mehr. Ja. Aber früher war das so, sozusagen, der LKW kam, es wurde gewogen und dementsprechend wurde eine Gebühr abgerechnet, sozusagen früher nämlich. Man muss natürlich dann auch die ganzen Maßnahmen, die wir technisch hier treffen, und die treffen wir ja nicht nur in dem Moment, wo das eingebaut wird. Ja, klar. Die treffen wir auf sehr, sehr lange Zeiträume darüber hinaus und dementsprechend muss das Geld eben zurückgelegt werden in dem Moment, wo man Abfall annimmt und für diese Nachsorge eben sorgen. Wie viele Jahrzehnte Nachsorge ist das so? Kann man das so pauschal sagen? Ich glaube, jetzt bei einer alten Deponie hatte ich unten am Infopoint irgendwas von 30 oder 40 Jahren gelesen. Ne? Ja, ich sag mal so, das hängt ganz stark davon ab. Also es gibt auch unterschiedliche Klassen von Abfällen, die da abgelagert werden. Aber es hat sich eigentlich durchweg gezeigt, und das ist auch ein großes Problem für die Betreiber von Deponien, dass Nachsorgezeiträume, die man früher mal angenommen hatte, sich jetzt nicht ausreichend herausgestellt haben. Okay. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man mit 20 Jahren kalkuliert oder 30 oder 40 und plötzlich sagt jemand, ja, wie wär's mit 100? Ja, das ist dann natürlich eine preisliche Frage. Da muss man die Butter sehr viel dünner schmieren, sage ich mal. Genau, also bisher weiß man das, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich. Mhm. Also es gab, glaube ich, ein, zwei so alte, ganz, ganz alte Deponien, ganz, ganz kleine, wo man versucht hat, die aus der Nachsorge zu entlassen. Aber ich weiß jetzt so direkt von keiner Deponie, wo das perfekt geklappt hat. Okay. Also es ist einfach, das muss man sich halt auch klar machen, das sind Sünden der Vergangenheit, diesen unbehandelten Abfall. Und selbst behandelter Abfall muss natürlich trotzdem lange überwacht werden, dass da alles in Ordnung ist. Und das ist ja auch, wie gesagt, das Schöne irgendwie an dem ganzen System. Ich meine, klar kostet das vielleicht ein bisschen mehr Abfallgebühr, aber dafür haben wir doch zumindest lokal relativ saubere Umwelt trotzdem. Ja. Und da gibt es so ein Mindestmaß an Sachen, wenn man die umsetzen würde in der ganzen Welt, dann wäre die Situation schon mal ganz anders aus. Gut, wir könnten ja auch bei uns, sage ich mal, uns an die eigene Nase greifen. Definitiv. Und da anfangen, weil ich denke mir manchmal, wenn ich so sehe, was weggeschmissen wird oder was ich auch selber wegschmeiße, dann denke ich mir immer noch so, naja, eigentlich ist es nicht teuer genug. Ja. Ich habe jetzt mal rausgesucht, und zwar 90 Millionen Tonnen von noch genießbaren Lebensmitteln werden in der EU jährlich weggeschmissen. Also das bedeutet eben Produkte, die noch vor dem MHD sind, also Mindesthaltbarkeitsdatum, oder die halt einfach weggeschmissen werden, weil irgendwie aus einer Kiste Orangen eine verschimmelt war, und dann hat man einfach alles weggeschmissen, weil es viel zu aufwendig gewesen wäre, das jetzt rauszusortieren. Und da denke ich mir, also das ist 40-60% teilweise von Lebensmitteln werden aussortiert und weggeschmissen, bevor sie gekauft werden. Und selbst wenn ich sie gekauft habe und bei mir im Kühlschrank liegen habe, dann werden sie auch nochmal ganz oft weggeschmissen, ohne genutzt zu werden. Und da denke ich mir, da kann man dann doch nochmal ansetzen eigentlich und da reduzieren. Ja. Ist ja eigentlich gut für euch, oder? Also wenn viel weggeschmissen wird, dann habt ihr ja viel zu tun. Ja, also das stimmt bedingt, sage ich mal. Also gerade mit unserer Bioabfallvergärungsanlage, über die sprechen wir ja auch noch gleich, aber können wir ja zumindest so kurz anreißen. Mhm. Aber natürlich, erstmal macht man ein Geschäft mit dem Abfall. Jedes Unternehmen, das Abfall einsammelt, will nicht unbedingt mehr Abfall einsammeln, aber wenn sie mehr einsammeln, verdienen sie mehr. Ja. Aber das ist kein Gewinngeschäft. Das muss man ja auch sagen. Wir sind jetzt keine Privatwirtschaft, die versucht irgendwie die Umsatzzahlen zu steigern, sondern wir werden bezahlt von Abfallgebühren der Leute, die vor Ort leben. Mhm. Also ist ganz nicht direkt, aber über Umwege. Genau. Und das heißt also generell, Abfall muss entsorgt werden, der muss nachbehandelt werden, da muss dafür gesorgt werden, dass es keine negativen Welteinwirkungen gibt. Und das ist ja die eine Sache. Bei den Lebensmitteln ist ja noch das andere, die werden ja auch erstmal produziert. Da fließt ja auch noch mal. Also es ist ein Wahnsinn, und ich glaube, wenn man auf diese Zeit zurückblickt, dann wird man sich an den Kopf fassen und sagen, das war barbarisch. Was wir da gemacht haben, das war... Und gleichzeitig sind Menschen verhungert. Also wir importieren halt hier irgendwie unsere Bohnen aus irgendwo aus Afrika, und dann schmeißen wir sie hier weg, und dann denkst du dir so, ja okay, super. Also irgendwie schon sehr zynisch, was wir da machen. Es ist halt so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, sowieso im Bereich Abfall, aber auch, ist es noch nicht sichtbar genug, und ich glaube, die Leute haben immer noch nicht genau verstanden, was das bedeutet, die Ressourcen, die wir verbrauchen, weil eben positiv gesehen wieder, wir hier viel für die Umwelt tun und andere Deponiebetreiber, andere Abfallbetriebe, wir sind doch schon ziemlich gut geworden, aber das verleitet eben dazu zu denken, dass es umsonst ist, und das ist es einfach nicht. Ja. Dass es nicht umsonst ist und dass wir hier ganz gute Standards haben, liegt ja auch zum großen Teil am deutschen Abfallrecht, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das wurde hier relativ früh eingeführt im Vergleich zum Rest der Welt, und wir haben ja hier das
groß beworbene und ganz oft irgendwo im Ausland auch hervorgehobene Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ja. Und vielleicht können wir da ja ein bisschen reingehen. Du hast es ja auch gesagt, als wir ein bisschen davor geredet haben, es gibt sehr, sehr viele Gesetze. Ich habe es ja auch gerade eben schon gesagt, also in der EU gibt es irgendwie 800 unterschiedliche Arten. Aber das ist ja nur die EU, sag ich mal. Jedes Land hat ja dann nochmal seine eigenen Rechtsvorschriften. Jede Kommune hat ja dann nochmal das eigene, wie sie es auslegen. Und dann gibt es ja nochmal international, ich glaube, so Basler Abkommen gibt es irgendwie mit wo darf ich Müll hin exportieren und importieren und sowas. Ja. Und also wir gehen da nicht auf jedes einzelne Gesetz ein. Nee, das wäre... Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen... was ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz? Kannst du das sagen? Also es wurde auch mehrfach bearbeitet. Deswegen ist das mal schwierig, was ist das genau Bestandteil. Aber ich glaube, es reicht einfach mal, den Namen zu nehmen. Mhm. Ne? Und das Ziel ist sozusagen, da gibt es ja auch verschiedene andere Begriffe, die da sehr, sehr oft geführt werden. Circular Economy, was auch immer noch dazugehört. Und die Idee ist, alle Stoffe, die verwendet werden in der Wirtschaft, sollen wiederverwendet werden. Okay. So, kann man sich natürlich fragen, die Maßnahmen, die da genannt sind. Also das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus will, weil das wie das Abfallsystem funktioniert. An erster Stelle steht eigentlich die Vermeidung von Abfällen. Das ist auch in dem Gesetz so geregelt. Schon an dem Punkt kann man sich fragen, ob wir damit wirklich erfolgreich sind. Wenn du, wie gesagt hast, Vierter in der EU, auf dem vierten Platz im negativen Sinne, ja. Gut, steht aber im Gesetz. Das nächste ist Vorbereitung zur Wiederverwertung. Am nächsten Punkt steht das Recycling. Dann sonstige Verwertung, insbesondere energetisch. Und als letztes die Beseitigung. Mhm. Also das ist jetzt so Zielhierarchie. Genau, die Zielhierarchie. Genau, ja. So, das heißt, wie gesagt, eigentlich an jeder Stufe kann man sich fragen, A, ist das sinnvoll? Mhm. B, funktioniert das gut? Und C, wie kann man es anders machen? Ne? Ja. Und ich sag mal so, Vermeidung steht im Gesetz drin, aber eigentlich haben wir ja gesehen, so richtig intensiv Anreize gibt es nicht. Ja. Also, wann hast du das letzte Mal gedacht, oh nee, den Abfall vermeide ich jetzt? Nicht, weil du aus intrinsischer Motivation heraus das machst, sondern weil du denkst, oh, sonst muss ich ja viel Geld für meine Müllabfuhr zahlen. Ja, stimmt, das oder, ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, ja. Oder sonst wie, also wie gesagt, manche Leute machen das halt aus intrinsischer Motivation, aber so richtig ernst genommen wird das doch nicht. Also da muss man sich ja nur mal umschauen. Ich habe jetzt auch bei der Recherche eben gesehen, ich meine, es gibt diese Zielhierarchie mit Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwertung, Recycling, sonstige Verwertung und sowas. Aber dass es auch noch eine andere Logik gibt, und zwar die, dass es keinen Schaden verursachen soll. Also dass eben versucht wird, Umwelteinflüsse oder sonstige Einflüsse eben zu verhindern. Und deswegen, dass ganz oft ein Recycling oder eine Vorbereitung zur Wiederverwendung eigentlich sinnvoll wäre, also insbesondere bei Elektroschrott und verschiedenen Sachen in dem Bereich. Dass aber dann ganz oft gesagt wird, okay, wir müssen jetzt hier mit sehr aggressiven Laugen und Säuren und Co. drangehen und wir hätten teilweise eine höhere Umweltverschmutzung am Ende, auch wenn wir dann recyceln könnten oder wiederverwenden könnten, und dann wird das eher nicht gemacht und man sagt dann, okay, wir verwenden es irgendwie anders, ja, oder verbrennen es dann, auch wenn man es vielleicht wiederverwenden könnte. Ja, das ist, also es wird viel verbrannt. Ja. Nee, du hast das gerade richtig gut angesprochen. Eigentlich, also ist ja die Frage, was ist die Zielsetzung? Und ich glaube tatsächlich, im Vordergrund sollte stehen, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Aus Sicht der Rohstoffe ist das natürlich so, dass Sekundärrohstoffe sehr wertvoll sein können, noch viel wertvoller als in Zukunft. Ich glaube, das ist dann, also ich würde auch sagen, der Fokus auf die Umwelt sollte eigentlich der erste Punkt sein und auf die Menschen logischerweise. Ja. Und dann diese Rohstoff- Dynamik, die wird sich von selber, glaube ich, ergeben, weil einfach wir gehen sehr schlecht mit, glaube ich, unseren Primärrohstoffen um. Das hast du ja auch an verschiedenen Punkten schon thematisiert, und das ist ja genau auch beim Thema Abfall dann sozusagen. Nicht nur, dass wir viel verbrauchen, wir nutzen es auch eben nur sehr unzureichend. Ja. Und wenn man so Recyclinggruppen anguckt, ich glaube, so die höchste ist so irgendwie bei 90% oder sowas, bei eben leicht recycelbaren Stoffen. Es gibt sehr, sehr viele Stoffe, die werden einfach nicht. Gut, da muss man auch dazu sagen, dass ganz oft dann man da auch einen rechnerischen
Trick anwendet, und zwar wird dann eben das, was angeliefert wird, mengenmäßig zum Recycling, also das, was alles in die Fabrik, in die Recyclingfabrik reinfährt, wird dann angegeben als, das ist der Recycling, das Material, und ja, gar nicht das, was jetzt hinten rauskommt an wirklich wiedergewonnenem Material. Und da gibt es ja immer so ein bisschen, wenn man sich dann das anguckt, was End of Pipe rauskommt, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte, als das, was vorne reinkommt. Und das sind mir auch, also das ist so ein Kniff, den Deutschland sehr gerne einsetzt und sich dann immer toll findet, aber die anderen messen es halt ein bisschen anders, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Genau. Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal einen kleinen Disclaimer machen, weil das sollte man eigentlich am Anfang machen, fällt mir gerade ein, haben wir aber vergessen, dass du hier als Privatperson da bist. Ja, genau, haben also, wir jetzt erstmal so einfach drüber hinweggegangen, okay, glaube ich, ja. Das ist so ein bisschen in der Verwirrung um die Firma, wo ich jetzt genau arbeite, untergegangen. Ja. Genau, aber das letztendlich, wie gesagt, also ich wollte dich auf jeden Fall hier einladen, weil ich glaube, es ist viel besser, ja, am Objekt zu reden. Nee, wollte ich jetzt nur noch gerade reinschieben, weil wenn ich jetzt irgendwie sage, hier, Recycling ist ja gar nicht so gut, dann gibt es da garantiert auch Leute, die sagen würden, nee, eigentlich sind wir ganz gut. Deswegen, das sind alles Privatmeinungen hier, ja. Also. Absolut, also ich meine, das ist ja immer auch eine Sache, jeder von uns arbeitet mit einem, ja, unvollständigen Informationsbild, und wir alle hoffen ja, dass das gut funktioniert. Ich glaube, das haben wir auch, jeder, der in dem Bereich arbeitet, hat irgendwie den Anspruch an sich, dass das irgendwie gut ist. Klar. Aber es gibt einfach viel Verbesserungsbedarf. Und, das muss man ja auch sehen, der wird selten dadurch abgerufen werden, dass man an die Firmen appelliert und sagt, mach das mal besser. Sondern ja, das Einzige, ja, und das sind die ganzen Gesetze, das haben die bewirkt. Deswegen sind wir immerhin relativ gut, weil es eben Gesetze gibt, die manchmal vielleicht auch ein bisschen irrsinnig erscheinen, ein bisschen, oh, jetzt müssen wir aber das noch machen, oder was halt so, jede Industrie oder auch jede Privatperson, die müssen jetzt Abfall trennen, das musste früher keiner, das ist natürlich entspannter, das nicht zu tun, aber durch die geeignete Gesetzgebung kann man eben dazu beitragen, sodass das besser wird. Mhm. Hast du eine Idee? Also ich denke mir immer so, bei dem Thema Vermeidung könnte man ja eigentlich noch ansetzen, ne? Ja, sollte man. Halt, oder genau. Also insbesondere auch von der politischen Seite und auch auf die Nutzer runtergebrochen. Also ich glaube, gab lange Zeit eine Verordnung, so diese europäische Norm Banane und Normgurke. Also ja, ich glaube, die Gurke musste gerade sein, und soweit ich weiß, wurde das jetzt wieder aufgelöst auf europäischer Ebene, aber trotzdem wird es halt im Handel immer noch die gerade Gurke irgendwie verwendet, einfach aus dem Grund heraus, dass sie einfach lagerbar ist. Ja. Und transportierbar. Genau, ja, dass man halt nicht so viel Platz verbraucht wie mit einer krummen Gurke. Aber da würde mich auch interessieren, wie man denn da diese Vermeidungsthematik noch mehr vorantreiben kann, weil es geht ja ganz viel auch so diese, wie nennt sich das, Dumpster Diver? Also die bei den Supermärkten aus den aussortierten Sachen, die dann aus dem Mülleimer wieder rausziehen und noch verwenden. Und das ist ja sogar illegal in Deutschland. Das nennt sich Container. Ja, Container, genau, das ist der Begriff, genau, was mir gerade und das ist, also ob jetzt Leute wirklich ins Gefängnis kommen, das war, ich glaube, es gab mal frühere Fälle, inzwischen ist es eher so, man akzeptiert das. Aber das ist ja nicht, das kann ja nicht der Anspruch sein. Ja, also inzwischen gibt es zum Beispiel, also ich wohne in Darmstadt, und da gibt es die Food Sharing, Food Saving Organisation, die ziemlich gut daran geht an dieses Problem. Es gibt die Tafel in Deutschland. Genau, die sind auch ganz groß. Aber dass die Lebensmittel in die Tonne geworfen werden. Mhm. Und das ist keine andere Möglichkeit. Es ist natürlich rechtlich schwierig. Aus Hygieneschutzgründen kann ich da auch irgendwie den einzelnen Supermarktbetreiber verstehen, der da irgendwie eine Entscheidung trifft und sagt, ich spreche jetzt nicht aktiv das Gesetz, um Lebensmittel zu retten. Klar. Ja, oder auch, also, ist ja auch an den Kunden. Also ich meine, wenn ich mich jetzt selber mal hinterfrage, wenn ich im Supermarkt bin und da habe ich 10 Äpfel zur Auswahl, ich nehme natürlich auch den Apfel, der irgendwie keine Druckschwelle hat und auch am besten aussieht. Ja. Und also, du musst ja dein Geld maximieren. Ne? Genau, nutzen, ja, genau. Und also von daher, ich sehe das schon auch da. Und, bin immer gespannt, was sich da tut in der nächsten Zeit, weil ich glaube, da ist halt sehr, sehr viel Raum, wie du es auch schon gesagt hast, oder auch auf den anderen Punkten in dieser Zielhierarchie. Ne? Also ich möchte da vielleicht nochmal einen kleinen Einschub machen, klar, der vielleicht ein bisschen breiter geht. Ich habe es vorhin gesagt, so aus intrinsischer Motivation gibt es einige Leute, die schon heute versuchen, auf jeden Abfall, so gut es geht, zu verzichten. Ja. Ja, also, dass überhaupt nichts entsteht. Zum Beispiel eigene Tüte zum Bäcker mitnehmen, einfach nirgendwo einkaufen, wo Plastik dran ist. Sehr ambitionierte Leute, die wirklich Bewundernswertes tun. Aber an den Einzelnen appellieren, das funktioniert nicht. Okay. Ich glaube, das ist auch beim Thema Klimaschutz, das ist bei allen großen Themen, wird das immer gerne verwendet, zu sagen, ja, die Leute wollen das ja, die kaufen ja das Plastik. Ja. Aber jemand, der bei Aldi einkauft, zum Beispiel Student oder
der kommt ja am Plastik nicht vorbei. Das geht ja nicht anders. Ja. Ja, oder manche Bäcker weigern sich da, das Brot in den Beutel zu legen. Sondern hygienisch geht das nicht, dürfen wir nicht. Mhm. Und da muss ich sagen, also da wird den Leuten so viel Steine in den Weg gelegt. Und eigentlich müsste es ja ganz genau andersrum sein. Dass diejenigen, die mit ihrem Verhalten wahnsinnig viel Abfall produzieren, dass die es schwer haben. Und nicht die den Abfall vermeiden wollen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Zum Beispiel auch noch ein anderer Punkt aus dem Alltag. Mhm. Werbezeitschriften. Oh ja. Also muss man sich überlegen, was da an Tonnage durch die deutsche Bundesrepublik gekarrt wird. Und jeder schmeißt die weg, weil keiner will die. Das ist ein Ärgernis. Und manche sind dann so fies und tun es bei ihrem Nachbarn. Irgendwie. Mhm. Aber das muss ja allein der Arbeitsaufwand, dass da Leute zum Mülleimer laufen und diese blöden Kataloge, die keiner haben will, außer ausgewählte Leute vielleicht. Die sind ja immer noch schön in Kunststoff eingeschweißt. Ich habe jetzt auch bunt gedruckt und super schädlich. Ja. Also ich habe so ein Schild dran, keine Werbung einfach, ich kriegst du trotzdem und ich weiß auch noch nicht, was ich da machen soll. Aber ja gut, das sind viele so Punkte, da hast du voll und ganz recht, wo wirklich halt noch was getan werden kann und sollte. Und es ist ja, glaube ich, auch nicht nur der Abfall, sondern auch alles, was hinten dran hängt. Also ich glaube, das war beim Brot, also bei der Brotproduktion in Deutschland wird auch so viel Ausschuss produziert, dass die teilweise jetzt angefangen haben, mit dem Brot ihre Öfen wieder zu heizen, weil Brot einen ähnlichen Heizwert hat wie Holz. Ja. Und das ist total skurril. Die Bäcker betreiben ihre Brotöfen mit Brot, dass sie da drin verheizen. Und es muss so extrem sein, dass so viel Brot zurückläuft und das normalerweise weggeschmissen wird, dass wenn die dieses Brot nehmen würden und würden mit ihren eigenen Öfen heizen, alle Bäcker in Deutschland, dann könnte man Pi mal Daumen jedes zweite Auto, also emissionstechnisch könnte man jedes zweite Auto, wäre das ein Äquivalent dazu, wenn jedes zweite Auto von der Straße geht. Und das ist halt, das ist wahnsinnig viel Energie, die wir da, oder halt Produkte, die haben ja nicht nur einen energetischen Wert, die haben ja auch einen kompletten Wert davor von Getreideproduktion und allem drum und dran, ja, aber das ist, also, und das ist allein nur das Thema Brot und genauso halt das Thema hier Zeitschriften, die dann irgendwie dazu gemüht werden und ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo man wirklich sagen muss, ja, verrückt, was da läuft. Ja. Da brauchen wir einfach ein anderes gesellschaftliches Bewusstsein und sagen, okay, da gibt es einfach 18 Uhr beim Bäcker, gibt es keine Auswahl mehr, dann nimmst du, was da ist. Genau. Aber da stellen sich einige Leute halt so quer, dass das nicht, dass das keine Bäckerei, die umweltbewusst wirtschaftet. Mhm. Und nicht die Kunden hat, die sagt, ja klar, das akzeptieren wir. Ja. Dass die gezwungen ist, das weiter so zu betreiben, obwohl, wie gesagt, ich glaube, dem Bäcker tut das in der Seele weh. Ja, ich glaube, da steckt ja auch seine Arbeit und sein Kunsthandwerk drin und dann muss er das in den Ofen schmeißen. Ja, ja, das ist schon verrückt. kommen wir vielleicht mal zum Punkt 4. Und zwar, wir haben ja jetzt über ganz viele unterschiedliche Arten von Abfall geredet und sehr bunt einmal drüber gegangen. Vielleicht können wir das ein bisschen strukturierter angehen und uns mal anschauen, welche Arten von Abfall gibt es denn? Also so die großen Überarten. Wir gehen jetzt nicht über die 800 Punkte durch, sondern eben mal so, du hast ja auch gesagt, ihr verarbeitet hier oder ihr deponiert hier nur gewisse Reststoffe und nicht alles. Und wie kann man das denn unterscheiden grob? Also ich glaube, die wichtigste Unterscheidung ist Hausmüll und Industriemüll. Mhm. Einfach letztendlich das, was zu Hause von der Tonne abgeholt wird, wo eben die Kommune verantwortlich ist. Da kommt die Müllabfuhr und Industriemüll, da muss ich sagen, bin ich auch nicht tief genug drin. Aber da müsste vielleicht jemand aus der Produktion irgendwie, was die so mit ihren, wie die so mit ihren Abfall umgehen. Genau, es gibt dann im Industriemüll gibt es dann auch nochmal ganz, ganz viele unterschiedliche Arten, je nachdem, wie gefährlich das ist und so weiter. Ich denke, wir schauen mal auf den Hausmüll, weil das ist, damit kann jeder was anfangen. Also was ich mal gehört habe, also ich habe jetzt eine Schulung zum Ressourceneffizienzberater, keine Ahnung was gemacht, und im Industriemüll, der ist sortenreiner, habe ich mir ganz oft sagen lassen, dass der Hausmüll eben weitaus mehr auffraktioniert ist und von daher würde es mich auch interessieren, weil mit dem Hausmüll selber halt noch nie was zu tun. Und vielleicht, also da gibt es ja auch nochmal eine Aufteilung, ne? Ja. Ja. Also letztendlich ist es zum einen das, also eigentlich ist es das, was man an Tonnen kennt. Ne? Es gibt die Bio-Abfalltonne. Mhm. Vielleicht auch nochmal was gehört da rein, was gehört nicht da rein. Viele Leute wissen nicht, was in die Bio-Abfalltonne reinkommt und was nicht. Okay. Also es gibt zum Beispiel, man sagt zum Beispiel benutzte Taschentücher. Der erste Impuls wäre ja, doch klar, oder? Also hätte jetzt gesagt, ja, so ein Papier ist ja auch irgendwie, das richtig, vergeht ja. Richtig, also. Aber da kommt nämlich ein anderes Gesetz sozusagen in Deutschland wieder, so Krankheitsprävention und sowas. Also sowas gehört nicht in die Bioabfalltonne, obwohl es biologisch abbaubar ist. Okay, ja, stimmt. Und dann gibt es also, wie gesagt, also eigentlich sind das hauptsächlich Speisereste. Mhm.
Also die Körner rein oder Körner nicht? Die Körner rein, Speisereste. Okay. Mhm. Ja. Also alles, was man praktisch gekocht hat. Und, ja. Also auch Fleisch? Fleisch. Auch. Ja? Ah ja, okay. Fisch, was auch immer. Okay, das habe ich nämlich jetzt immer in die Restmülltonne getan, weil ich immer dachte, ja, ist ja nur für so Obst und Gemüse. Nein, also tatsächlich hier bei der Bioabfallvergärungsanlage die Weihnachtsgänse, die merken. Ja? Also okay, das verrückt. Produziert richtig gutes Gas. Okay. Weil das ganze Fett natürlich dann, ja. Aber freuen sich die Bakterien, ja. Da freuen sich die Bakterien, genau. Also das darf man in die Bioabfalltonne schmeißen. Mhm. Zum Beispiel Haustierspreu, wieder das gesundheitliche Problem. Ja. Das gehört in die Restmülltonne. Obwohl das ja auch eigentlich so total prädestiniert dafür wäre. Ja. Oder zumindest nicht ganz so verkehrt irgendwie vom, Von der Idee her, ja. Dann ist immer noch ein bisschen unterschiedlich, wie man so Grünschnitt und so sagt Gartenabfälle, da einige mögen das überhaupt nicht, aber ja, okay, schmeiß rein. Also in der Regel klärt auch der eigene Abfallverband, der eigene Abfallsammler und wie auch immer auf. So, ja. Was gehört rein, was gehört nicht rein. Wichtiger Punkt noch, Tüten. Mhm. Es gibt so recycelbare Tüten, ja. Die sind nicht gut. Nee, also zumindest... Also was ist das, Milchkunststoff, Milchsäurekunststoff? Ja, irgendwie sowas wird da sein. Also gut, vielleicht besser als die normale Plastiktüte, aber zumindest in der Bioabfallvergärungsanlage helfen die uns gar nicht, weil die brauchen trotzdem Jahre. Und wir bringen das Material in so schnellen Zeitungen durch, dass das Quatsch ist. Du hast ja vorhin mal gesagt, glaube ich, wie viele Tage waren das? Was so 21 Tage. So im Schnitt, sagen wir mal. Also das ändert sich auch immer ein bisschen, aber ja. Und da ist nicht genug Zeit, dass so eine Plastiktüte sich zersetzt und damit hat die auch gar keinen Nutzen eigentlich. Ja. Also gut, klar hätte jetzt einen Nutzen, wenn man das jetzt in den Plastikabfall geben würde wahrscheinlich, weil es dann da... Ja, wobei, da wird es auch nur verbrannt. Der einzige Vorteil ist wahrscheinlich, dass es halt nicht aus Erdöl gemacht wurde, sondern... Und dass, wenn man es in die Umwelt schmeißt, das man ja sowieso nicht machen sollte, dass es dann sich viel schneller abbaut. Aber ich weiß nicht, ob mir das so ein bisschen beruhigen würde, denn nicht. Also, genau, ja, ich glaube, wir gehen einfach nochmal die Sachen durch und dann... Da haben wir jetzt ein bisschen über Bioabfall geredet und... Dann gibt es den Restmüll. Der ist am schwierigsten zu definieren. Der Restmüll ist eigentlich der Müll, der nicht sortenrein in anderen Müll aufgeteilt werden kann. Ja, der Rest, ne? Genau. Ja, richtig. Aber es ist teilweise gar nicht so untrivial. Also man sollte, das ist so erstmal der nächste Disclaimer von weg, den sollte man so gut wie möglich vermeiden, weil eben das Problem ist, dass man das nicht mehr trennen kann. Und dann gibt es auch für die Verwertung dementsprechend nur noch limitierte Optionen. Also eigentlich nur noch verbrennen und deponieren, oder? Oder macht man dann, also macht man sich wirklich die Mühe, im Restmüll dann nochmal anzufangen, irgendwelche Sachen rauszusammeln? Ja, teilweise. Ja? Okay. Also so Magnetabscheider und sowas. Also ich bin, wie gesagt, da bin ich, in der Restmüllverbrennung bin ich jetzt kein Experte. Mhm. War auch, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie eine Anlage. Aber ich weiß, dass manche da schon vorgeschaltete Prozesse haben natürlich, weil es logisch ist auch für die teilweise hilfreich. Ja, gut, für Metall den macht Sinn. Und genau, Metall kann man schon verkaufen und generell, das will man auch nicht unbedingt in einem Verbrennungsprozess haben. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, enorm schwierig. Also diese Sortenreinheit beim Bioabfall ist nicht so wichtig, weil es eben biologisch abbaubar ist. Aber zum Beispiel beim Restmüll, da ist das ein Riesenproblem. Ne? Wenn wir jetzt mal perspektivisch denken, dann ist das eigentlich der Müll, den wir irgendwie reduzieren müssen. Ja. Gut. Dann gibt es noch die Sachen, die auch jeder kennt. Altglas, meistens in Containern irgendwo, stehen die im Viertel oder so und da bringt man das dann hin. Altpapier, die meisten haben eine separate Tonne. Die allermeisten. Es gibt Verpackungen. Für Plastikmüll im Grunde, oder? Richtig, inzwischen ist es die gelbe Tonne Plus oder sowas, heißt das, wo dann auch gewisse Metallverbindungen drunter fallen, Aluminiumprodukte. Also alles, was den grünen Punkt hat, glaube ich, gell? Oder ist das noch was anderes? Das ist ein bisschen was anderes. Das hat fast nochmal damit zu tun, also man hat damals versucht, die Unternehmen zu zwingen, für ihren eigenen Abfall verantwortlich zu sein. Und grüner Punkt war ein Abfall, einsam, ein Verpackungs-, also irgendwie das Verpackungsgesetz oder irgendwie was heißt das, und die praktisch eine So, ich kann das ganz kurz sagen, wir haben jetzt hier kurz unterbrochen gehabt, weil gerade einer der Rechner von dem Lüfter doch etwas lauter geworden ist und man das dann doch recht laut in der Aufnahme gehört hat. Wir waren jetzt gerade stehen geblieben, glaube ich, bei Altglas, Alex, oder? Ja, fast. Wir waren schon. Altpapier. Wir waren sogar bei den Verpackungen schon. Ah ja, hast recht. Genau, wir waren irgendwann im Verpackungsgesetz und du hast gefragt, ist das der grüne Punkt sozusagen eine Kennzeichnung, was das für ein Müll ist? Und das ist nur bedingt. Es war ein Rücknahmesystem, sozusagen, um zu kontrollieren, okay, Aldi hat die und die Verpackung in Umlauf gebracht und im gleichen Maße müssen die dann auch bezahlen. Also ganz einfach gesagt,
Und inzwischen gibt es auch irgendwelche anderen, aber früher gab es nur diesen grünen Punkt, deswegen wurde das irgendwie teilweise so begrifflich vermischt. Okay, weil grüner Punkt dachte ich, also die Verpackungsmaterial dachte ich jetzt auch, alles was halt einen grünen Punkt hat, darf auf jeden Fall rein und das was keinen grünen Punkt hat, dachte ich, hat dann irgendwie was damit zu tun, wer dafür zahlen muss, weil wir haben ja eigentlich das Erzeugerprinzip, ne? Also wer Verpackungen oder Abfall erzeugt, der muss es auch wieder zurücknehmen oder sich um die Entsorgung kümmern. Und so wie ich das verstanden hatte, war der grüne Punkt eben so eine Gemeinschaft von Erzeugern, die dann gesagt haben, okay, wir geben irgendjemandem Geld dafür, dass er das für uns regelt. Weil eigentlich, wenn das keinen grünen Punkt hat, darf ich das Zeug ja in den Laden zurücktragen und den Leuten dort aufs Auge drücken. Ja, genau so. So ist macht das nicht keiner, klar. Soweit ich weiß. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der dann immer im Edeka steht und die ganzen Verpackungen abmacht und dann direkt im Edeka bei denen rein. Ja, das ist clever. Ja, ich denke mir immer, was ich bei denen schon mal lasse, muss ich dann daheim nicht 3 Stockwerke nach unten in den Abfall bringen. Ja, richtig. Ja. Genau. Ja, genau, also aber im Verpackungsbereich, da kann auch theoretisch, also alles mögliche, was das ist auch immer unterschiedlich, muss man auch wieder sagen, von Kommune zu Kommune, deswegen glaube ich nicht, dass es hier jemand 1:1 diese Ratschläge, sag ich mal, umsetzen kann. Ja. Aber genau, also Plastikverpackungen, Metall- und Aluminium-Sachen, und hier, da ist auch noch so ein wichtiger, lustiger Fun-Fact, sag ich mal, der Joghurtbecher. Ja. Also inzwischen hat sich das ja so etabliert, dass es ein Plastikbecher mit einem Aluminiumdeckel. Mhm. Ich habe es gelesen, es ist super wichtig, dass man den Deckel von dem Becher trennt. Ah, okay. Weil, selbst wenn du den dann sozusagen zum Recycling gibst, kriegen die das oft nicht mehr auseinander. Klar, also zumindest halt nicht mehr automatisiert, ne? Also ja, also, und ich glaube, ich stelle nicht jemanden ein, der die Joghurtdeckel abreißt. Ja. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich so ein bisschen auch kritisch zu bewerten, weil auch das Plastik, Plastik ist nicht gleich Plastik, ich glaube, das wirst du auch wissen. Klar. Denn wir haben ja viel mit Materialwissenschaft zu tun gehabt. Faserverbund und, auch, ja. Ja, Faserverbund, aber das gibt ja auch unterschiedliche, einfach chemische, unterschiedliche Plastikarten und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn man sich mal in die Situation von demjenigen versetzt, der kriegt da so eine Tonne, kriegt so einen Laster und da ist alles Mögliche drin. Da braucht man sich nicht wundern, muss man sagen, dass es eigentlich gar nicht so gut funktioniert, unser Plastikrecycling. Ich bin ja schon erstaunt, dass es in dieser Form funktioniert. Ich glaube ja irgendwie, wir machen ja gerade teilweise so ein Granulat draus, was dann in Tetrapacks wieder verwendet wird oder sowas. Oder ich habe dann nur gehört, dass die Tetrapacks selber super schlecht zu recyceln sind, und, was ich dann auch irgendwie skurril fand. Aber ich finde es ja schon spannend, dass wir, obwohl wir so eine große Bandbreite an unterschiedlichen Produkten haben, wir es ja irgendwo hinkriegen, damit auch was zu machen. Also wir verheizen es halt meistens wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ne? Gar nicht mal so sehr. Nee? Okay. Bei Plastik gab es ja zumindest ein bisschen diesen klar, dass das viel verschifft wurde. Mhm. Und hauptsächlich hat China das früher angenommen. Also im Endeffekt chinesisches Schiff kam und hat hier irgendwie Spielzeug und was weiß ich nicht und Elektronik abgeladen. Dann ist das natürlich zurückgefahren. Und sehr blöd, das leer fahren zu lassen. Ja. Teilweise sogar problematisch. Dementsprechend hat man da sowieso immer was reingelegt. Und dann hat man halt relativ früh, glaube ich, schon angefangen, einfach Plastik hinzuschicken, weil die Chinesen haben das angenommen, haben auch ein bisschen Geld dafür genommen und die hatten halt keine Umweltstandards wirklich, ne, die relevant gewesen wären. Und da auch die chinesische Bevölkerung hat, da ist noch nicht so, ich meine, wenn du hier den Leuten sagst, hier, deine Aufgabe ist Plastikmüll sortieren, mach das mal beruflich 40 Jahre. Ja. Da sind, glaube ich, einige Leute, die sagen, nee, will ich nicht. Aber da wurde das halt gemacht, auch teilweise händisch, teilweise unter Bedingungen, die man dann haben die irgendwann gesagt, wir nehmen kein Plastikmüll mehr an, macht mal schön selber. Und dann haben die natürlich das nächste Land gesucht, wo die das hinschiffen können. Okay. Und jetzt haben wir eins nach dem anderen sagen so, nee, wir wollen das auch nicht mehr. Und das ist jetzt natürlich so ein großes Problem. Also weil, ich habe gelesen, nur 2% werden tatsächlich recycelt. Okay. Wiederverwendet. Ja, okay. Also recyceln, wie gesagt, da kannst du da schön rechnen, aber es gibt auch einige Recycling-Produkte, die du sagst, aus 100% Recycling, dann steht da immer noch so in Klammern, alle außer der Deckel zum Beispiel. Mhm. Weil je nachdem, was für ein Produkt du aus dem recycelten Granulat herstellen willst, ist das schon wieder Probleme. Also es ist auch da wird einem suggeriert, grüner Punkt, klingt dir erstmal nett. klingt ganz umweltfreundlich, aber ich glaube generell Verpackung, das ist ein Riesenproblem. Also Wahnsinn. Und Plastik findet sich überall auf der Erde inzwischen wieder. Das gehört natürlich auch Reifenabrieb oder sowas dazu, aber es ist natürlich auch der Verpackungsmüll. Und da wird Mikroplastik wird ja immer so gerne genannt, aber das ist ja nicht das einzige Problem, sondern halt Mikroplastik, auch das, Makroplastik, also einfach überall. Und das kann nicht gut für die Umwelt sein. Ja. Und das kann auch nicht gut für die Menschen sein, die diese Luft einatmen, die zum Beispiel Fische essen, wo sich Plastik angesammelt hat, auch auf den Feldern, in den Früchten. Also
wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das eigentlich keine schöne Welt, in der wir da so leben. Und wenn man drüber nachdenkt, dass einfach alles verpackt wird inzwischen, alles in Plastik. Dann, ja, dann die Bananen entpackt werden und dann in Plastik verpackt, wo also, man auch so denkt, oh Gott, ja, okay. Ich glaube, es hat so ein bisschen einen guten Ruf bekommen, eine Zeit lang, so Plastikverpackung, oh, schützt ja irgendwie die Produkte und ist irgendwie gut. Hygienisch, ja. Ja, hygienisch ist das sicherlich, aber es wurde halt auch viel von den, also entweder externalisiert im Sinne von wirklich, wir exportieren das irgendwo hin und die müssen sich irgendwie darum kümmern oder halt auch irgendwie so wie, ja, wir brauchen Öl, das ist ziemlich CO2-intensiv. Also nicht, dass man da wirklich perfekte Lösungen hat, aber insgesamt muss man einfach hinterfragen, wie gehen wir mit diesen Sachen um? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, Sachen wirklich oft zu verwenden? Irgendwelche, ja, es gibt so Unverpackt-Supermärkte, wo man seine eine Box mitbringt. Ja, wenn man da jedes Mal eine neue Box kauft, hat es natürlich auch nichts gebracht, im Gegenteil. Ja, aber klar. es ist ein sehr schwieriges Problem. Für den Einzelnen wieder sind wir bei dem Punkt, ist es super schwierig zu entscheiden. Ich habe was ganz Lustiges gehört zum Thema Zero Waste und in Kunststoff vermeiden. Und zwar, dass es wohl so ist, dass ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen und dann umsteigen und sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie Mikroplastik vermeiden und ich möchte jetzt irgendwie andere, also Holzspielzeug oder sowas, dass ganz oft bei denen das Problem ist, die kaufen dann Holzspielzeug ein, schmeißen das Plastikspielzeug weg, obwohl es noch gut wäre oder kaufen sich dann irgendwie nachhaltiges Duschgel und schmeißen das Duschgel weg, das sie noch dastehen hatten, das eigentlich halt nicht so gut ist. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, das ist genau falsch, weil klar kannst du es kaufen, wenn du das andere verbraucht hast, aber schmeißen gute Produkte weg, um nachhaltige Produkte zu kaufen, um sich dann toll zu fühlen. Und dann, also das muss scheinbar jetzt, auch, also ist ein kleiner Punkt, ne, aber jetzt sage ich mal was ganz Zynisches. Ja. Da, die Krankheit ist zu viel Konsum. Und wie lösen wir das? Mehr Konsum. Ja, genau. Anderer Konsum. Ja, genau. Also, das stimmt. Ich glaube, viel öfter muss man sich einfach fragen, brauche ich das? Ja. Ich weiß auf einigen Messen, was man da an Müll angedreht bekommt. Mhm. Das ist schon Müll, wenn die das produzieren, ist das schon Müll, weil keiner will den Mist, aber jemand drückt sie in die Hand und sagt, oh, hier, unsere Firma. Also für mich disqualifizieren sich die Leute, die mir dann, vielleicht einen Kuli, den kann man, die nehme ich gern, die kann ich verwenden, ich brauche die immer wieder, aber alles andere, also da hat sich ein Unternehmen meiner Meinung nach disqualifiziert, wenn sie da irgendwelchen Plastikmüll produzieren, der keine Verwendung hat, wenn das irgendeine smarte Verwendung hat und es ist ein USB-Stick meinetwegen noch oder was weiß ich, irgendwas, was ich brauchen kann. Okay, aber nur Müll produzieren, um irgendwie sichtbar zu sein. Ja, klar. Oder auch Flyer und sowas ist immer ein bisschen schwierig. Ja gut, da bin ich in einer schwierigen Position, weil Flyer an sich irgendwie zur Informationsverteilung mag ganz sinnvoll sein. Ich glaube, man muss immer sehr gut unterscheiden, was ist das Ziel? Mache ich das, um jetzt Pizza-Werbung zu machen, brauche ich wirklich 20 Pizza-Flyer? Ja. Ich verstehe die einzelnen Pizza-Unternehmen, das sagt, ich will da irgendwie mehr Kunden werben, gleichzeitig, wenn das so billig ist und wenn keiner, es müsste tatsächlich meiner Meinung nach, nochmal auf das Thema zurückzukommen, die Leute müssten sagen, ja, ich will Werbung und dann darf ich da einschmeißen. Mhm. Aber was da eigentlich, wie gesagt, auch das ist doch meistens schon Müll, wenn es produziert wird. Also wie gesagt, ich krieg's die Werbung ja, obwohl ich sogar ein Schild dranhängen habe mit, ich will keine Werbung bekommen. Und, ja, also ich will keine Werbung reicht nicht. Du musst vor allem angeben, keine kostenlose Zeitung. Ja, hab ich alles draufstehen. Ich habe alles draufstehen, ich krieg's trotzdem. Also das ist halt einfach die... Ich meine, selber gebastelt ist leider vergilbt inzwischen, jetzt kriegen wir langsam wieder was. Aber... ja, also es ist super schwierig und deswegen, wie gesagt, der Einzelne hat nur so eine begrenzte Macht, aber da muss eben andere Anreize geschaffen werden. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt noch drei Punkte bei den Arten von Abfall. Und oh, zwar, wir sind voll weggekommen. Ein bisschen schon tiefer reingegangen. Wollten wir eigentlich nachher erst machen, aber ist voll in Ordnung. Können wir ja nachher nochmal drüber gehen. Und zwar, wir haben ja noch die Punkte Elektroschrott, Sperrmüll und Sondermüll. Ja. Und insbesondere das Thema Elektroschrott würden wir nachher wahrscheinlich auch nochmal etwas tiefer besprechen. Ich glaube, wir haben es nicht direkt aufgeschrieben, aber wir haben so ein bisschen, du hast ja diese Dokumentation angesprochen, genau, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ja, wie gesagt, auch da wird produziert und konsumiert. Ja. Und da muss man einfach mal sich hinterfragen, ist das nicht nur nachhaltig, aber ist das auch gerecht gegenüber den Leuten, die dann eben mit den Folgen von diesem Abfall leben müssen? Ist das gerecht gegenüber zukünftigen Generationen, die sich vielleicht nicht mehr die billigen Rohstoffe haben und die, wie gesagt, auf diese Zeit zurückgucken werden, meiner Meinung nach, und sich denken, was ging eigentlich da ab? Ja, das stimmt schon, ja. Also insbesondere beim Elektroschrott ist es ja so, dass das dann halt irgendwie zum Beispiel die Kabel verbrannt werden, um dann da Kupfer erzählt, dass ich mal eine Zeit lang für Fraunhofer gearbeitet habe und wir da versucht haben, eben so Elektro-Recycling zu machen und das halt super schwierig ist, automatisiert zu machen, geht eigentlich fast nicht. Also eigentlich brauchst du da, ja,
brauchst die Finger, die das machen, und das will halt in Deutschland keiner machen, weil es halt einfach mit gewissen mit Gesundheitsrisiken verbunden ist. Und bei Sperrmüll und Sondermüll, also Sperrmüll ist ja ganz oft so, dass wenn du das rausstellst, dass dann, bevor überhaupt das Sperrmüllauto kommt, irgendwo ein Laster mit einem ausländischen Kennzeichen kommt und da dann ein paar Männer aussteigen und irgendwie das alles einmal durchwühlen und dann die Sachen mitnehmen. Ja. Und das ist ja auch, man muss ja auch überlegen, wie ihr als Deponie, sind ja auch die Betriebe, die das einsammeln, die versuchen ja auch immer nochmal wieder zu verwenden. Und wenn halt die ganzen guten Stücke weg sind, dann wird das halt teurer, ja. Ah, also ich glaube nicht, dass wir das, also bei Sperrmüll weiß ich jetzt nicht, wie das tatsächlich wiederverwendet wird. Ich finde das sehr, sehr positiv. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also, weil es ist schon so, dass sie gucken, was davon wiederverwendbar ist und bei Elektroschrott ja eben auch. Oder was halt viel Geld bringt. Und was ja auch ein großes Problem ist, ist, dass halt oft bei so Wertstoffhöfen eingebrochen wird, ne? Also, dass die da wirklich halt Sachen klauen. Und das ist dann, oder dass halt die Wertstoffhöfe selber dann irgendwie da die Mitarbeiter dort sagen, ja, für einen Fünfer in die Kaffeekasse kannst du dir da irgendwie den alten Kühlschrank mitnehmen. Hm. Aber das ist ja genau auch einer der Wege, wie eben dann die Produkte nach Afrika kommen, weil hier eben dann im kleinen Kleinstbereich eben Geräte aufgekauft werden oder halt kaputte Geräte aufgekauft werden oder auch auf dem Flohmarkt aufgekauft werden und dann rüber verschifft werden. Das denkt man ja gar nicht. Man denkt ja immer so an die großen Mengen, aber das geht ja alles über irgendwelche kleinen Kanäle, was sich da, oder zum großen Teil. Natürlich wird auch im großen Stil verschifft, ja. Aber mittlerweile ist es auch viel im kleinen Bereich. Ich habe da so ein Doku drüber gesehen von der ARD, weiß jetzt nicht, wie zuverlässig die ist. Aber im Sperrmüllbereich habe ich mir das auch mal sagen lassen, dass es da halt wirklich darum geht, dass da ganz oft die guten Sachen wirklich rausgeplündert werden oder die man einschmelzen kann, wo eben, wie jetzt Elektrogeräte, wo jetzt noch was drin ist, was man verwerten kann. Und dass auf den Kosten dann halt die Kommune sitzen bleibt und dass die das gar nicht so gut finden. Ich glaube, im kleinen Stil ist es auch in Ordnung. Ja, wenn ich glaube, die Kommune findet es nicht gut, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich die Definition von Abfall. Ja. Jemand stellt das auf die Straße und für den ist das bitte weg damit, ich will das nicht mehr. Aber super viele Leute gehen durch den Schrank oder die Kommode, dann denke ich mir manchmal, da macht sich ja leider kaum jemand die Mühe, das vielleicht mal vorher bei eBay Kleinanzeigen oder so zu verschenken oder gibt ja andere Sozialkaufhaus, ne? Genau. Oder super viele Möglichkeiten, wie man das irgendwie, und da fehlt auch das Bewusstsein einfach. Und ich finde auch, also ich habe das auch schon genutzt, Sperrmüll für Sachen, gab Sachen, die hätte ich jetzt keinem mehr zumuten wollen, so wie eine alte Matratze oder sowas, ich weiß nicht, ob die wirklich jemand noch haben will, aber naja, das ist einmal kostenlos, ne, bei uns. Wie kann das kostenlos sein? Ich meine, es ist ein netter Service der Kommune, aber gleichzeitig irgendjemand muss das ja wieder entsorgen. Richtig, das heißt, also man zahlt dann trotzdem wieder, jeder zahlt dafür, aber indem man das kostenlos macht, sagt man den Leuten, das ist vollkommen okay, wenn ihr einfach mal einen großen Stapel Müll da rausbringt. Da macht sich auch keiner mehr große Gedanken. Und das sind wir, also und dann finde ich es eben interessant, dass dann Leute gibt, die kommen und schauen, ja, was kann ich denn davon noch wiederhören? Also für mich sind das die Leute, die machen das aus anderen Gründen. Aber die haben, so werden wir in Zukunft leben müssen, indem, wo einer sagt, ich brauche das nicht mehr, der andere sagt, ja, ich kann das aber noch verwenden. Ja. Gib's doch mir. Und da kommen wir ja auch schon in diese Problembereiche rein, ne? Weil du sagst, es ist ja eigentlich Förderung oder gut, ja. Ich denke mir halt auf der anderen Seite, die haben die Vorteile und nutzen das, ist ja prinzipiell auch gut. Ich finde das ja auch, wenn man sich mal selber irgendwie da was sieht, eine Lampe mitnimmt oder so, meine Güte. Okay, sage ich auch, ja, ist voll in Ordnung. Nur wenn man das jetzt halt gewerbetechnisch macht und damit dann praktisch halt den Kommunen das wegnimmt, dass sie das gewerbetechnisch machen können, dann finde ich es irgendwie nicht so gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn die Kommunen das eh nur schreddern und keine Ahnung, verbrennen oder so, ne? dann ist es egal, dann sage ich auch, hey, mach das, ja. Ja, ja klar, wenn so im großen Stil ist das natürlich eine problematischere Praxis, vor allem, weil das dann wieder monetarisiert wird. Ich denke mal so, eigentlich sollte man, bevor man sagt Sperrmüll, bei den Nachbarn mal irgendwie einen Zettel oder was weiß ich nicht hinlegen, ich habe noch ein paar Sachen, braucht ihr davon was? Also ist es natürlich eine ideale Welt und in der Realität macht das niemand, aber das zeigt ja eigentlich, es gibt eigentlich, gäbe es die Möglichkeit, dass jemand den Schrank, den ich habe und wegwerfen will, weil kann ja auch mal gute Gründe geben dafür, dass man schranklos wird, aber naja. Ich habe jetzt da noch einen Punkt dazu, und zwar habe ich das bei mir in der Wohnung ganz oft, dass ich glaube, viele Leute meinen das gut, die stellen dann irgendwo das unten in den Keller hin und hängen ein Schild hin, hey, nimm's dir, wenn du es brauchst. Ja. Und dann steht das da aber halt monatelang, ja. Weil dann halt auch wieder das ist abgeladen worden, weil die denken, hey, vielleicht kann es irgendjemand gebrauchen, aber es braucht keiner und dann steht es halt rum. Ja.
Und dann geht's halt wieder den Stress, wer entsorgt. Ja. Und genauso beim Sperrmüll, glaube ich, wenn du Geld dafür zahlen musst, dann passiert das ja halt ganz oft, dass die Leute das einfach irgendwo hinladen. Ja. Und ich glaube, das ist echt schwierig, direkt Geld dafür zu verlangen, wenn dann das Auto kommt. Und ich glaube, in Augsburg ist es so, zweimal im Jahr ist es kostenfrei und ab dem dritten Mal kostet es was. Dann geht das auch wieder, ja. Aber klar, es ist halt immer so, du willst ja auf der einen Seite nicht, dass die Leute ihren Abfall irgendwo im Wald abladen, ja, was ja traurigerweise immer noch passiert, ja, obwohl es eigentlich so günstig ist in Deutschland. Und auf der anderen Seite willst du halt, ja, musst du die Kosten ja auch immer wieder decken. Ne? Aber ich denke, das Illegale, sag ich mal, Deponie, also Deponieren von Abfällen, ja, das muss man halt natürlich massiv bestrafen, weil einfach man schafft Kosten für die Allgemeinheit. Richtig, ja. Also, weiß nicht, davon hier Ausdrücke, ist egal. Aber auf jeden Fall, und für die Umwelt, und es ist einfach, es ist nicht für niemanden gut. Ja. Also, außer für die Personen, die das eben machen. Deswegen muss man das definitiv bestrafen, weil es ja, es ist ja nicht alternativlos. Also, das machen die Leute ja eigentlich. Nicht, weil sie es nicht irgendwie zum Wertstoffhof bringen können oder so. Ich denke mir da manchmal auch so, weißt du, die fahren dann mit dem Müll in den Wald und schmeißen ihn da weg. Was das für ein Zeitaufwand ist und was das für ein Aufwand ist, da noch irgendwie Kraft. Um 3 Euro zu sparen. Ja, genau. Und dann denke ich mir auch so, du sparst ja nicht mehr. Du gibst ja genauso das Benzin dann wahrscheinlich 3 Euro verfahren, um da in den Wald zu kommen. Also, total skurril, ja. Naja, kommen wir ein bisschen zu den positiven Punkten, glaube ich, nochmal, weil wir haben ja nochmal uns einige Punkte aufgeschrieben zu den einzelnen Abfallarten. Ja. Wollen wir da nochmal schnell drauf eingehen oder wollen wir erstmal weitermachen mit, wollen wir nochmal drauf eingehen? Gut, okay, können wir gerne machen und wir haben nämlich nochmal zu den einzelnen Abfallarten, insbesondere Bioabfall und Plastik, glaube ich, ne? Ja, also ich denke, Plastik haben wir ganz gut abgehandelt im Sinne von, ist Plastik ist böse? Quatsch. Aber da gibt es einfach wahnsinnige Probleme und vielleicht was eine Sache, ich glaube, das war in deinem Podcast, den du mit Eiko gemacht hattest, den habe ich gehört. Ressourceneffizienz. Ja, richtig. Und das ist diese Hybridverpackung, das ist super schädlich für jedes Art von Recycling und eigentlich auch da wieder, das kann der Einzelne nicht entscheiden, aber eigentlich müsste da könnte man mit Gesetzgebung dagegen steuern und sagen, okay, dann gibt es noch die Mehrweg-Diskussion, die ja immer wieder aufkommt. Und aber eigentlich aus Ressourcensicht führt doch eigentlich kein Weg an einem Mehrwegsystem vorbei, das funktioniert. Da habe ich nämlich auch was Interessantes. Also ich bin totaler Fan von Glasflaschen beispielsweise, weil ich finde, da schmecken die Getränke ganz anders raus. Interessanterweise ist es scheinbar so, das lohnt sich, solange die Brauerei oder der Getränkeabfülldienst in einer näheren Umgebung ist. Aber wenn ich das jetzt weit transportieren muss, dann ist allein, was ich hier an Emissionen und Schadstoffen erzeuge, weil ich jetzt eben diese schwereren Glasflaschen transportieren muss, dann lohnt es sich sogar schon wieder, Einweg Plastikflaschen zu verwenden. Weil die einfach so viel leichter sind. Und das fand ich überraschend, weil ich auch immer dachte, so, ja, die Glasflasche ist doch, ne, aber da ist das Problem, dass die Glasflaschen halt auch nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Man kann die immer wieder verwenden, aber nicht unbegrenzt oft und muss die halt wieder recyceln. Man kann die gut recyceln, was der große Vorteil davon ist, ja. So von dem Umweltfußabdruck ist es scheinbar so, dass diese Einmalverpackungen in manchen Szenarien auch gut abschneiden, wobei ich natürlich auch glaube, da muss man anders gegensteuern. Ja. Nicht darüber, dass man Einwegverpackungen nimmt, sondern muss man die irgendwie halt nachhaltiger ausliefern oder eben, ja, die Abfüllbetriebe halt so positionieren, dass ich halt meine Glasflaschen nicht einmal quer über den Globus schippern muss oder halt irgendwie einmal quer durch die Nation. Ich würde sagen, Standardflaschen. Genau. Weil warum braucht jeder Bierhersteller seine eigene, leicht anders geformte Bierflasche? Wenn es eine Standard-Bierflasche gäbe, und da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie großen Auswirkungen hätte, dann wären wir doch schon mal einen guten Schritt weiter. Richtig. Also Bier getrunken wird überall und den abgefüllt auch. Und genauso das Gleiche bei den Kästen. Also bei den Bierkästen gibt es jetzt nämlich in Bayern gerade von dem Brauer, also ganz witzig, ne, typisch bayerisch, die Brauereien in Bayern, die kleinen Brauereien wollen gerade durchsetzen, dass das Pfand für die Bierkästen hochgesetzt wird, weil die ganz viele Bierkästen verlieren, weil irgendwelche Leute irgendwas damit bauen oder so oder die kaputt gemacht werden und die Bierkästen nicht zurückbekommen. Und insbesondere die kleinen Brauereien haben ja das Problem, die müssen dann ganz oft die Bierkästen nachkaufen und das ist halt teuer. Den großen Brauereien ist das ein bisschen egal, weil ob die da jetzt irgendwie mehr oder weniger bestellen, ist denen wurscht. Aber die kleinen haben da ganz viele Probleme. Ich dachte mir auch so, hey, mach doch einfach halt irgendwie den Standardbierkasten, was auch immer, ja. Und dann hast du das Problem auch gelöst. Nun, da ist halt wieder das Problem mit der Marke, ne? Ja, aber ich finde, irgendeinen Tod muss man sterben und ich finde das einfach super sinnvoll. Also klar, höheres Pfand finde ich auch voll gut, keine Frage. Ja. Aber ich glaube, unser Pfandsystem, das muss man nochmal loben. das stimmt. Immerhin, selbst für die Einmalartikel funktioniert das ja wirklich gut.
Also wenn wirklich Pfand drauf ist, gibt ja immer noch manche Flaschen und Sachen, wo ich halt mich auch frage, warum da jetzt kein Pfand drauf ist. Richtig. Rose C zum Beispiel ist so eine Flasche, da ist kein Pfand drauf. Verstehe ich nicht. Ne? Ja. Ja. Gut. Gut, aber kommen wir zum Bioabfall, wo wir eigentlich drauf hinaus wollten jetzt gerade. Ne? Und zwar, du bist ja hier für Energie und Biogas vor allen Dingen zuständig und das bedeutet ja irgendwo auch, ihr verarbeitet Bioabfall zu Biogas. Und passt. Okay. Der ist auch hier auf der Deponie, kann sich den jeder abholen, so viel er möchte. Also entweder einen kleinen Topf, den er mal füllen will oder irgendwie einen halben Anhänger oder sowas, alles kein Problem. Okay, kann ich ganz kurz einhaken. Also exklusiv für euch, liebe Ressourcen-FM-Hörer, wenn ihr Kompost braucht, kommt hier vorbei. Ich habe hier einen Deal ausgehandelt, ihr kriegt den umsonst, ja? Genau. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich für jeden umsonst. Ja, ja klar. Aber für Ressourcen-FM-Hörer ziehen wir sogar nochmal 10% ab. Nochmal umsonst, da genau. Ja. Gut. Nee, also ihr macht daraus Methan und CO2 und gleichzeitig eben noch Kompost und dann habt ihr noch flüssige Abfälle, die dabei richtig rauskommen. Richtig, die kann man auch als sehr gut als Dünger verwenden, eben als Ersatz für von Primärdünger, der eben aufwendig energetisch hergestellt werden muss. Also Primärdünger ist dann Stickstoff oder Phosphordünger. Ja. Genau, weil die letztendlich diese Stoffe sind in diesen flüssigen Gerästen auf jeden Fall noch ausreichend drin und dementsprechend kann man die auch wieder verwenden. Das ist also, wie gesagt, wir sind da eigentlich quasi bei 100% Verwertung, vor allem wenn das Ausgangsmaterial gut ist. Also von dem biologischen von dem, Material. Von dem, genau. Ja genau, von dem Bioabfall, wenn der wirklich schön sortenrein getrennt ist und dann kommen wir nah an die 100% dran. Und ich finde, das ist so, also wir haben ja über das Kreislauf, ich bin ja so ein bisschen dagegen, weil ich finde, das klingt immer so super schön, so ein schönes Gesetz und das heißt, wir haben die Kreislaufwirtschaft. Nein, nicht zwingend, sondern aber so beim Bioabfall, wenn man das gut macht, funktioniert das auch super. Ich glaube, das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist ja, also hat ja eigentlich mit Kreislaufwirtschaft, so wie wir es jetzt im Studium auch gelernt haben, erstmal gar nichts zu tun. Ne? Richtig. Also letztendlich, man hat diesen Namen mit vereinnahmt und bei Standleuten, dass das super nachhaltig und ökologisch ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was vielen Leuten so ein bisschen vorschwebt, wenn sie eben über Abfall denken. Und deswegen machen wir diesen Podcast, um zu zeigen, wir sind noch nicht da. Und wir sind auch beim Abfall, beim Bioabfall leider nicht da. Also da landet einfach super viel noch in anderen Tonnen. Da landet super viel in Verwertungsverfahren, die nicht eben das sind, was wir machen. Und ich würde nie sagen, wir sind die Besten in allem oder sowas. Ich würde sagen, so die Bioabfallvergärung. Das ist einfach ein super Verfahren. Und das hat sich etabliert. Und das sagt auch so mit Bundesamt. Und die beschäftigen sich eben auch damit, dass nur 35% des Bioabfalls in Deutschland eben in solchen Anlagen landet. Was passiert mit dem Rest? Wird der dann einfach verbrannt oder was? Teilweise verbrannt. Das ist eine Entscheidung der Kommune. Also wie oder dieser Betriebe, die sagen, dass das organisieren. Teilweise, wie gesagt, landet der im Restmüll. Muss ja immer, also das. Gibt es da so eine Größenordnung? Wie viel Prozent vom Restmüll sind ungefähr organisches Material? Oder halt, gibt es da irgendwie was? Oder ist es unterschiedlich von Kommune zu Kommune? Das ist sicherlich unterschiedlich. Hab ich jetzt auch keine Zahl im Kopf. Ja. Aber auch aus der eigenen Erfahrung würde ich sagen, ja, da landet sicherlich auf jeden Fall mehr drin, als es müsste. Okay. Einfach aus Bequemlichkeit oder was auch immer. Also, und wie gesagt, so, also das sag ich den Leuten immer, die hier zur Führung sind, das ist wirklich das im Bereich Abfall. Außer Vermeidung. Was man wirklich machen sollte, seinen Bioabfall sortenrein, in einer ordentlichen Verwendung. Man kann ja auch auf die Kommune einwirken, wenn die den Bioabfall, kann man sich schlau machen, steht auf der Webseite in der Regel drauf, kann man nachfragen mal so beim Bürgermeister oder was auch immer. Weil ich finde, das ist eine super Sache. Da kommen wir diesem Ideal der Kreislaufwirtschaft schon relativ nahe. Und diese Zahl 35% hat mich auch überrascht und schockiert, muss ich sagen, weil Ja, aber es ist sehr interessant, also wirklich schockierend. Meine andere Frage, und zwar eine technische Frage. Ja. Die Bakterien, die ihr da drin habt in diesen Lösungen, in diesen Fermentern, ist das irgendwie so ein, also ist das wie jetzt, ich sag mal jetzt wie jetzt, keine Ahnung, bei einer Molkereiproduktion, die haben ja ihre eigenen speziellen Bakterienkulturen, die dann auch geschützt werden. Ist das dann, hat da jede Biogasanlage ihre ganz spezielle, hochgezogene Bakterienkultur und wird das dann richtig geschützt, keine Ahnung? Oder ist das eher so, dass ihr sagt, so, Standard und go for it? Also ich bin ja nicht wirklich im Betrieb der Biogasanlage drin, deswegen kann ich das leider nicht beantworten, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in jeder eigenen Biogasanlage ganz unterschiedlich, also wir reden ja über zig Milliarden, die Zahlen, um das auszudrücken, wie viele das sind. Also es sind ja ganz viele unterschiedliche Stämme wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch unterschiedliche Stämme und wahrscheinlich ist das wie in so einem,
ich will nicht sagen, wie so einer primitiven Erde, wo dann sich unterschiedliche, also wir kommen ja nicht in irgendwelche Lebensformen oder sowas, da reicht die Zeit wahrscheinlich nicht, aber das Interessante ist ja, dass wahrscheinlich jede Biogasanlage, vielleicht jeder Fermenter, wir haben 3 Fermenter hier, ein ganz anderes eigenes Milieu hat. Mhm. Ich glaube, man versucht das natürlich gezielt auf eine sinnvolle Produktion, da gibt es bestimmt Bakterien, die funktionieren nicht so, aber ist ja wahrscheinlich auch davon abhängig, was für ein Abfall reinkommt, also wie du gesagt hast, wenn die Gans da ist, brauchen wir vielleicht irgendwie nochmal andere oder dann die sind, glaube ich, immer alle so irgendwie vorhanden, aber wenn dann das entsprechende organische Material reinkommt, dann vermehren die sich halt schlagartig und sterben dann wahrscheinlich auch wieder ab, weil wenn dann nicht mehr die Weihnachtsgans reinkommt, sondern noch, Fastenzeit oder sowas, dann, oder wenn man in der Stadt mit vielen Vegetariern wohnt, dann, Wie ist das denn, wenn die im Batchbetrieb, also hat man da den Kessel, man macht den einmal voll und dann läuft er oder läuft das kontinuierlich? Nee, die laufen kontinuierlich durch. Okay, das ist ja interessant, ja. Ja. Genau, und was ich vielleicht noch mal als so Zusatzinfo für die Hörer, die das, was ich gehört haben, da entsteht CO2. Das ist ja genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Ich glaube, man muss erstmal herangehen und sagen, Methan, das entsteht. Das ist viel klimaschädlicher. 25 mal so schädlich. Ich glaube, das war 21. Ja, und ich habe 25 im Kopf gehabt, aber ja, runde Zahl. Letztendlich muss man sich auch überlegen, das sind immer nur Zahlen, die auf bestimmten Annahmen basieren. Ne? Richtig, ja. Auf der Verweilzeit, in der kurzfristigen ist es sogar noch klimawirksamer. Ja. So, das CO2 und das Methan generell, dieser Kohlenstoff, der da gebunden ist in Abfällen, der wird ja sowieso frei. So, das muss man sich immer wieder klar machen. Deswegen ist das auch so ein super Prinzip, weil letztendlich in dem Moment, wo man eine Pflanze irgendwie mal gewachsen ist, naja, dann wird da irgendwann früher oder später wird das CO2 frei werden oder es landet irgendwie unter der Erde und wird zu Erdöl oder Kohle oder sowas über Jahrmillionen. Aber das wird wieder frei und beim Freiwerden führen wir dieser ganzen Sache noch eine Nutzung zu und dieses Methan, das dann entsteht, das wird verbrannt und dadurch entsteht praktisch wieder CO2, aber es ist eben viel besser, wenn CO2 entsteht, als wenn Methan entsteht. Richtig, ja. Und da wir dann sozusagen noch einen zusätzlichen Nutzen durch die Strom- und Wärmeproduktion herausziehen, haben wir da, glaube ich, schon eine ganz gute Sache, so, wo ich sage, man kann immer was verbessern, aber da sind wir meiner Meinung nach von allen Abfallarten sind wir damit am besten unterwegs. Ja, wir haben es ja vorhin auch gesehen, ist ja kurz durchgelaufen, war es sehr laut, also die Maschinenhalle drüben, wo die ganzen Gasmotoren drin standen und das ist schon, also ich habe das mir nicht so vorstellen können, dass man da wirklich so riesengroße Motoren mit betreiben kann und dann auch wirklich so viel Energie daraus bekommt, einfach nur aus Bioabfall, das fand mich schon sehr erstaunt, muss ich sagen, also das war schon also cool. Im Moment kriegen wir die Hälfte ungefähr unserer Energie für die Motoren oder ist ja unseres Gases aus Bioabfall. Ja. Aus der Biogasanlage und die andere kommt aus der Deponie selber. Da also Deponiegas dann. Deponiegas nennt man das und da können wir auch gleich nochmal, wenn wir dann über die Deponie nochmal kurz reden. Aber so weit zum Bioabfall und wie gesagt, da steckt jede Menge Energie drin. Das ist, und wir reden ja auch von großen Mengen an Bioabfall, die hier so ankommen. Ja, also. Ja, okay, sehr interessant. Also, wollen wir nochmal kurz über den Restmüll drüber gehen, bevor wir zur Mülldeponie dann Richtig, auch ich glaube, das ist ein ganz guter Sprung letztendlich, weil ich habe das vorhin schon erwähnt, auch als wir draußen waren und ich glaube auch gerade am Anfang schon mal. Also bis 2005 hat man unbehandelten Restmüll, unbehandelte Siedlungsabfälle deponiert. Das ist aus heutiger Sicht ziemlich Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen bis 2005, das ist jetzt also noch nicht so lange her. Das wurde 1993, wurde das beschlossen, es gab so eine Übergangsfrist bis 2005. Und also auch hier auf unserer Deponie liegen alte Siedlungsabfälle mit allem drum und dran, was dazugehört. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, landet ja in der Restmülltonne. Und wenn schon im Bioabfall die Verschmutzung so groß ist, kann man sich vorstellen, was man wahrscheinlich im Restmüll gefunden hat damals. Ja. Genau, und seit 2005 ist das eben nicht mehr erlaubt. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert denn stattdessen? Und da kommt nochmal ein bisschen diese Zielhierarchie ins Spiel. Und letztendlich, was man macht, ist die sogenannte thermische Verwertung. Ja. Bisschen Euphemismus, aber ja. Das ist ein Euphemismus, man verbrennt das. Ja. Ja, das muss man sagen, das wird wahnsinnig gut überwacht, die Müllverbrennung. Also das sind, glaube ich, mit die bestüberwachtesten Anlagen, so außer Kohlekraftwerke und so. Weil. Vielleicht AKWs noch, oder? Hoffentlich, ne? Aber. Richtig. Weil einfach extrem viele Schadstoffe entstehen können, weil du weißt ja nie vorher, wenn du das Zeug reinschmeißt. Du hast ja nicht vorher analysiert, da sind 60% Holz und 30% das. So, da kann ich sie einfach reinschmeißen, sondern da kann ja alles drin sein. Und dementsprechend ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Also ich kann mir vorstellen, so ein Betreiber von so einem Müllkraftwerk, der hat da auch schon
die sind gut am, und das sind auch Materialien, ja, da müssen ja im Spiel sein, die sowas aushalten können. Ja, richtig, und, ja. Also schon, und auch die Abgasreinigung ist dann super aufwendig, weil die genau. da rauskommt. Ja, die sind auch immer total, also wie gesagt, die werden im kontinuierlich überwacht, jetzt anders als andere Anlagen. Und ja, das ist schon, also es ist ein schmutziger Vorgang. Das, es ist sicherlich besser, wie gesagt, als das irgendwo in die Umwelt zu schmeißen. Ja. Aber wenigstens kann man das kontrolliert technisch machen. Aber es ist natürlich nicht umsonst. Kann ich gerade noch mal einen kleinen Schwank erzählen. Und zwar in Augsburg wird ja sehr viel mit Carbonfaser gearbeitet. Und da war eben auch die Überlegung so, ja, wir wollen es diesmal richtig machen. Wir überlegen uns gleich, bevor wir überall Carbonfasern einbauen, was wir damit machen, wenn die dann am End of Life, also am Lauft, also am Nutzungsende angekommen sind. Und dann war halt auch die Überlegung so, ja, Carbonfaser brennt ja ganz gut. Hauen wir einfach mal mit in die Müllverbrennungsanlage mit rein. Und haben sie probiert, hatte dann den doofen Nebeneffekt, dass diese Fasern halt sehr gut leitend sind und dann im Rauchgasabscheider, das ist ein elektrischer Abscheider, ja. Da dann Kurzschlüsse verursacht haben und dadurch dann die Müllverbrennungsanlagen total die Probleme bekommen haben. Mittlerweile man sagt, man soll das auf gar keinen Fall in, da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, dass ich das dann mal später nicht in Restmüll geben soll, diese Hülle hinten drauf. Ja, dein Handy sowieso nicht in Restmüll. Ja, das Handy sowieso nicht, aber die Hülle hinten drauf, ja. Wenn ich da jetzt eine andere drauf mache, ich hätte das jetzt einfach in Restmüll geschmissen. Und also gibt es viele so kleine Produkte, wo irgendwo Carbon drauf ist, weil es irgendwie schick aussieht oder so. Ja, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, was kann man denn so reinschmeißen? Also es gibt einige Sachen, die muss man sogar im Restmüll entsorgen in Deutschland, einfach weil das sonst, dazu zählen Hygieneartikel, ja. Babywindeln fand ich ganz lustig, Porzellan, das hat mich überrascht. Okay, Porzellan hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Asche. Asche, wirklich, ja? Ja. Oh, wow, ich habe die immer in Biomüll getan. Da siehst du mal, also ich glaube, man lernt immer, also wie gesagt, das ist ja auch immer, wenn man sich wirklich vollkommen korrekt verhalten will, ist das, glaube ich, ein ganz schöner Rattenschwanz hier, so Bescheid zu wissen, was man denn wo jetzt reinschmeißen kann. Ich glaube, es ist auch, geht darum, halt im Großen und Ganzen halt wirklich sich darum zu kümmern, dass man seinen Teil halt beiträgt und ja. Wenn das mal passiert, dann passiert es halt, aber wenn man halt was vermeiden kann, dann sollte man das schon auch tun. Ne? Ja, genau. Genau, und Zigaretten zum Beispiel. Genau, bei Zigaretten ist ja auch das total Interessante, und zwar, das wusste ich auch lange Zeit nicht, dass diese Filter noch dermaßen viele Nebenmaterialien, also Nikotin und Co. enthalten, dass es hier kritisch ist, wenn das irgendwie ins Wasser kommt oder man die irgendwo in, also passiert ja ganz oft, gerne auch an der Naturwissenschaftlichen Bibliothek in der Uni Augsburg, da ist so ein Weiher nebendran und dann ist der Aschenbecher ein bisschen weiter weg als die Bank und dann liegen da immer ganz viele auf dem Boden. Da denke ich mir auch mal so, ja, wenn da jetzt der Regen kommt, dann läuft das alles schön hier ins Grundwasser oder in den Weiher rüber. Ja, und die armen Fische, ne? Richtig, genau. Also so ein Zigarettenstummel kann wirklich, ich glaube, 100 Liter Wasser oder waren sogar 1000, ich weiß nicht, auf jeden Fall echt eine Menge Wasser kontaminieren und das ist echt nicht gut und da macht das schon Sinn, dass es hier in der Müllverbrennung Anlage landet. Ja. Ja, genau. Und wie gesagt, die Müllverbrennung ist auch nicht umsonst in dem Sinne. Bei der Verbrennung kommt es immer wieder dazu, dass man nennt das dann Müllverbrennungsschlacke. Okay. Also ungefähr, ja, da kommt immer auf den Ausgangsstoff an, aber ein gewisser Prozentzahl bleibt zurück. Ich habe mal 10% gelesen, 20%. Ist es dann das, was wir jetzt hier oben gesehen haben, oder? Genau, das haben wir gesehen. Also wir haben ja eine Schlackeaufbereitungsanlage, die sozusagen diese Schlacke, die dann aus der Verbrennung kommt, versucht eben die Schadstoffe rauszuziehen, das Metall rauszuziehen. Das kann man noch nutzen. Ja. So viel eben rauszuziehen wie möglich und den Rest so aufzubereiten, dass da keine große Schadstoffbelastung mehr ist, dass da eigentlich unbedenklich, sag ich mal, der Stoff ist und wir den in Deponiebau verwenden können. Okay. Also in manchen Bundesländern und auch Ländern kann man so aufbereitete Schlacke im Straßenbau nutzen. Okay. Weiß aber nicht, ob ich das für eine gute Idee halte. Also ich finde das eigentlich ganz. Also kommt das eigentlich als ganz gute Idee rüber, weil ich mir jetzt so denke, ja okay, wir bauen ganz viele Straßen und wenn ich da jetzt irgendwie Gestein verwende, das ich jetzt irgendwo noch rausgewinnen muss, ist ja auch endlich, ja, oder Sand ist ja auch endlich und da denke ich mir halt so, okay, kann man ja eigentlich auch Schlacke dafür nehmen. Auf der anderen Seite ist halt auch wieder die Frage, naja, ich deponiere damit ja dann Abfälle irgendwie einmal quer durch die gesamte Landschaft. Ja richtig. Das ist halt die Frage, wenn die jetzt sauber sind, wenn ich das sicher sagen kann, dass sie sauber sind, dann wäre das ja schön und gut, aber ich glaube, so ganz einfach ist ganz das 100% ja auch nicht. Sagen genau. Kann das halt keiner. Und ich glaube, da sind wir hier, fahren wir damit tendenziell besser. Wobei natürlich ist das irgendwie ein ganz, ganz nettes, vor allem für die Leute, die die Müll verbrennen, ist das natürlich super, weil die ihre Schlacke losbekommen. Ja. Hier müssen die dafür bezahlen, dass wir die hier in den Berg bauen. Ja.
Aber, sag ich mal, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zur Deponie, deswegen habe ich das auch so als Thema davor sozusagen hingebracht, weil jetzt, das ist da eigentlich so was hier hauptsächlich noch verbaut wird, außer noch so Bauschutt, ein bisschen Boden, solche Sachen. Und naja, aber auch nicht mehr ewig, irgendwann ist die Deponie voll. Ja. Da wird vorher festgestellt, wenn man so eine Deponie eröffnet, so viel darf da gebaut werden. Ja. Und ja, wie es dann weitergeht, ist offen. Dann hoffentlich sind wir bis dahin an dem Punkt, dass wir hier Mining machen können, die Deponie wieder aufmachen und ganz viel Zeug rausholen. Ja. Ich hatte ja vorhin auf der Führung auch die Geschichte erzählt. Ein Freund hat mir das mal erzählt, dass sein Professor ihm gesagt hätte, wenn du Geld über hast, kauf dir eine Deponie, weil da sind ganz viele Materialien drin, die du irgendwann mal nutzen kannst. Und wird ja auch ganz, ganz gerne irgendwie in der Forschung immer gesagt, oh ja, in den Deponien, das sind wahre Goldgruben. Und vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet, dass das vielleicht nicht ganz so der Realität entspricht. Und, also das kommt auf den Zeithorizont an und auf die Technologie dann. Also das ist kein Projekt, was irgendwie in den nächsten Jahren oder in Jahrzehnten passieren wird. Ja. Also man hat diverse Deponien rückgebaut. Also es gab teilweise so Forschungsprojekte sogar, die so gesagt haben, okay, wir wollen diese Rohstoffe rausziehen. Die wurden dann abgebrochen, weil es viel zu niedrige Kosten sind, so aus dem Ruder gelaufen. Es ist natürlich so, dass hier diverse Stoffe, wie gesagt, vor allem als man noch Restmüll einfach so hier hing, das sind Stoffe, die kann man verwenden. Aber die Frage ist, wie kommt man da ran? Ja, klar. Ja. Und hier den ganzen technischen Apparat hier abzubauen, diesen Riesenberg abzubauen, nur um dann, das weiß ich nicht, ob das sich so schnell lohnt. Kann sein, dass eines Tages man tatsächlich hingeht und diese Deponien irgendwie abbaut, die Metalle zum Beispiel rauszieht oder so, aber halte ich jetzt für nicht sonderlich relevant in der nächsten Zeit. Und was eigentlich eher sozusagen ist, also Deponiekapazitäten werden knapp, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Und es gibt nicht sonderlich viele Konzepte, was man danach macht. Also schon jetzt so, zum Beispiel in Bayern habe ich gehört, ist das sehr schlimm. Und das führt dazu, dass Bauen sehr teuer wird. Weil, wenn man ein altes Haus abreißt, muss man natürlich den Bauschutt irgendwo hinbringen. Ja. In der Regel kommt der auf die Deponie, weil wo soll er sonst hin? Und das ist wirklich ein Problem. Der wird dann sehr teuer irgendwo in den Osten, sage ich mal, entweder über die Grenze, was aber schwieriger ist, oder halt in Bundesländer, die nicht so dicht besiedelt sind, gebracht, wo es ein paar mehr Deponiekapazitäten noch gibt. Aber das sind alles so Sachen, da können wir nur 10 Jahre noch machen, aber viel länger, irgendwann wird es eng. Es hat ja auch so rechtliche Implikationen. Wir haben ja vorhin über Recht und Gesetz geredet und hat es ja auch gesagt, dass eben alles, was irgendwie von jemandem willentlich abgetragen wird oder weggeworfen wird, gilt als Abfall, also so ganz frei. Und das ist ja beim Bauen auch dann relevant, weil wenn ich jetzt irgendwie Erdaushub habe, dann gilt das ja erstmal als Abfall. Ja. Und das hat dann also lustige oder in Anführungsstrichen lustige Auswirkungen, dass es sich eher lohnt, mit einer Raupe Erde von A nach B zu bewegen, als jetzt mit einem Bagger. Weil wenn ich das mit einem Bagger mache, dann gilt das als Abfall und dadurch muss ich dann auch gleich, wenn der Boden kontaminiert ist, dann sicherstellen, dass das, was ich dort wieder ablade, nicht mehr kontaminiert ist. Muss ich zwischendurch reinigen. Wenn ich das mit der Raupe von A nach B transportiere, dann habe ich das Problem nicht mehr. Und also da gibt es ganz viele interessante Nebenschauplätze und Auswüchse, was diese Gesetze dann mit sich bringen. Und klar, macht Sinn, dass wenn man ein Gebäude abreißt, dann muss ich das irgendwo auch wieder hinbringen und verfüllen. Und das ist ja auch Material, das kann ich nicht verbrennen. Das heißt, es nimmt ja viel Raum ein. Ja, definitiv. Aber es ist letztlich ein Problem, weil die Fläche, und die wir verbrauchen, den Materialdurchsatz, den wir in unserer Gesellschaft haben, der muss irgendwo hin. Irgendwo, selbst wenn man 80% oder 90%, selbst wenn man 99% recycelt, dann ist immer noch irgendwo ein Rest und es ist schade, es wäre besser, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, auch wir würden uns freuen, wenn wir weniger annehmen würden. Zum einen können wir dann unseren Betrieb länger offen halten, zum anderen würde das bedeuten, dass die Leute weniger wegschmeißen und sind wir da voll dafür. Genau, aber so vielleicht nochmal so, wie schaut so eine Deponie aus? In der Regel gibt es da alle möglichen Arten von Abdichtungen, die da wirken. Zum einen unten gegen das Grundwasser, an den Seiten und oben. Je nachdem, wie alt die Deponie ist, ist das mehr oder weniger ausgeprägt. Also es gibt zum Beispiel, da versorgen wir auch ein paar Deponien, wirklich ganz kleine, alte Deponien, die in den 50ern noch zugemacht wurden oder so. Also wirklich sehr, sehr sogenannte Altlasten letztendlich. Du hast ja gesagt, irgendwie diese Bürgermeisterdeponien, wo der Bürgermeister gesagt hat, so, hier laden wir jetzt den Müll ab und dann einfach abgekippt wurde, ohne irgendwas damit zu machen. Ne? Ja, und das ist natürlich, also wie gesagt, das meiste,
das muss man immer noch, die Kosten dafür müssen immer noch getragen werden. Klar. Der Aufwand muss immer noch betrieben werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen, das nennt man die sogenannte Nachsorge, nämlich nachdem man die Deponie stillgelegt hat. Mhm. Wir sind noch nicht ganz so, weil wir deponieren, wie gesagt, noch Schlacke, aber es gibt viele, die sind schon stillgelegt. Dann beginnt die sogenannte Nachsorgephase. Und in dieser Nachsorgephase muss das Unternehmen, das die Deponie betreibt, dafür sorgen, dass die Schadstoffeinträge in die Umwelt minimiert werden und dass generell eine Rekultivierung erfolgt und dass man sozusagen irgendwann aus dieser Nachsorge rausgehen kann und sagen kann, so, das ist jetzt total unbedenklich, ja. Das kann man jetzt wieder irgendeiner anderen Nutzung zuführen, dieses Land. Ja. Und hat's ja hier, glaube ich, auch gesagt, also so, was du vorhin auch genannt hattest, was gemacht wird, so Sickerwasserreinigung und wir haben uns ja ein bisschen hier die Betriebe angeguckt. Du bist ja vor allen Dingen mit den mit der Deponiegasfassung und Verwertung dann beschäftigt und ja. Ja, hast ja gesagt, Oberflächenabdichtungen zur Seite und sowas, hast es auch vorhin mir ein bisschen gezeigt. Das ist recht interessant, auch man sieht den Aufwand direkt und man sieht auch hier den Maschinenpark außenrum. Das ist schon beeindruckend. Hatte ich nicht gedacht, dass so viel Aufwand dann wirklich hier betrieben wird, um das sicherzustellen. Ja. Und es ist auch nicht so, man merkt es nicht, dass da eine Deponie ist an manchen Stellen. Es ist halt einfach ein großer Hügel. Ja. Richtig, genau. Also das ist, wie gesagt, das ist sehr positiv. Zum Thema Deponiegas vielleicht mal noch kurz. Mhm, also genau. Das ist eigentlich ganz interessant. Wir haben dann, das ist eigentlich bei jeder Deponie eigentlich auch so, wo Hausmüll eingelagert wurde. Wir hatten bis 2005 praktisch diese Einlagerung von dem Hausmüll und danach eben nicht mehr. Das heißt, alles, was wir jetzt heute noch als sogenanntes Deponiegas absaugen, entsteht von Abfällen, die mindestens 14 Jahre alt sind, meistens sogar noch viel, viel älter. Und selbst nach dieser langen Zeit entsteht ja noch immer relativ viel Gas. Also, im Moment sind wir so, auf der ganzen Deponie hier in Wicker saugen wir ungefähr 750 bis 800 Kubikmeter die Stunde ab. Okay, ja, ganz schön viel. Du hast ja auch gesagt, dass die Hälfte von dem, was ihr hier verfeuert an den Gasmotoren, kommt ja aus dem Deponiegas. Richtig. Aber im Endeffekt ist ja eigentlich das, was ihr mit den biologischen Abfällen macht, in der Biogasanlage, einfach nur das Beschleunigte, das, was jetzt aktuell in der Deponie richtig abläuft. Also es ist eigentlich eine riesen Biogasanlage sozusagen. Die sehr ineffizient und langsam läuft. Richtig, ja, okay. Und vor allem, da hat man auch natürlich, deswegen ist das ja so gut, dass es diese Gesetzesänderung gab und man den Bioabfall jetzt getrennt eben versucht zu verwerten, weil du kannst dir ja vorstellen, wir haben ja schon technische Schwierigkeiten, so eine Anlage perfekt am perfekten Betriebspunkt zu halten. Bei so einer Anlage, die technisch hergestellt wurde, jetzt haben wir einen riesen Berg, der so viel größer ist als so eine Biogasanlage. Ja. So viel größer. Wie willst du, das ist einfach eine extrem große technische Herausforderung, da an diesen Berg ranzugehen und sagen, okay, da so und so, dann versuchen wir da das zu machen, wir machen das und das sind natürlich alles nicht perfekte Maßnahmen, wir geben uns die größte Mühe und weil wir wollen natürlich auch möglichst viel Strom und Wärme erzeugen hier. Oder auch das Methan verhindern, dass es in die Atmosphäre geht. Das sowieso, das ist unsere Pflicht, aber wir haben vor allem auch den Anspruch auch noch darüber hinaus. Ja. Man kann ja, also als Deponiebetreiber ist man nur verpflichtet, eine thermische Verwertung oder beziehungsweise das Gas abzufackeln. Ja. Und das Methan in das CO2 umzuwandeln. Aber wenn man das schon macht, dann macht es natürlich Sinn, daraus aus Strom und Wärme zu machen. Ja. Nur das Problem ist, also wir sind noch nicht so weit, weil wir eben noch sehr relativ gutes Gas haben und auch relativ mengenmäßig noch ganz gut liegen. Aber alte Deponien, die stehen vor dem Problem, dass sie praktisch Gas haben, was man nicht mehr in einem Motor verwerten kann. Und das ist natürlich dann ärgerlich, weil man wendet Energie auf, um das abzusaugen. Und man verbrennt es und hat keinen Nutzen davon. Das ist vielleicht auch nochmal interessant hervorzuheben. Und zwar, ihr legt einen Unterdruck an, also ihr habt ganz viele Gasbrunnen, irgendwas 200, wie viel waren es? Ja, über 200, über 250. Gasbrunnen, die jetzt überall angelegt wurden. Und zwar, es gibt ja nach oben eine Abdichtung der Deponie, aber die ist nicht immer, also man kann es halt schwierig sicherstellen, dass die 100% gasdicht ist, glaube ich, ja. Ja, also deswegen, generell, weil das Gas entsteht ja auch weiter, genau, das richtig, ist einfach ein kontinuierlicher Prozess. Und deswegen gibt es überall diese Gasbrunnen und an denen ist wirklich ein Unterdruck angelegt, also ihr saugt wirklich den Berg ab. Man kann ab, sich das vorstellen wie 250 Strohhalme, die wir genau, und da saugen wir die Luft raus. Das fand ich interessant, weil ich dachte immer, durch den Druck, ne? Aber, also ich sag mal so, früher war das so, man hat da in so eine frische Deponie bohrt man einen Brunnen rein und das Gas sprudelt in Anführungszeichen raus. Jetzt ist das so, dass wir halt diesen Druck anlegen müssen, zum einen, um die Bakterien zu fördern, damit das Gas auch wirklich den Weg sich sucht, den es sich suchen soll. Und vor allem, wie gesagt, wir saugen das halt dann in Richtung unserer Motoren, verwerten das. Genau. Und ihr habt jetzt noch 49% Methangehalt ungefähr. Richtig. Und du hast gemeint, dass die
der Rückgang der Gasmenge ca. 9-10% pro Jahr betrifft. Genau, das ist die okay, von Volumen, aber auch der Methangehalt sinkt leider mit der Zeit. Ah ja, Gasmenge ist das, okay. Also genau, aber 49 Methangehalt ist im Vergleich noch relativ gut. So, das ist unser Schnitt. Wir haben auch teilweise halt Abschnitte, die sind sehr alt zum Beispiel. Da kommen wir lang nicht mehr dahin. Aber im Mittel können wir das eben immer noch verwerten, vor allem, weil wir, das ist aus energetischer Sicht ganz interessant, das Biogas mit dem Deponiegas mischen und so der Biogas hat so 55-60% Methangehalt und so können wir natürlich insgesamt die Verwertung noch viel länger fortführen, als wenn wir nur das Deponiegas hätten. Da hätten wir heute schon teilweise Probleme, weil die Motoren, die mögen das nicht, wenn das so viel schwankt. Und dementsprechend ist das so eine ganz gute Kombination, die wir hier fahren und ja, im Moment läuft noch eigentlich ziemlich gut. Und wir können relativ viel Strom erzeugen, den wir halt selber verbrauchen, aber wir produzieren auch ungefähr viermal so viel, wie wir verbrauchen. Okay, also ihr speist dann auch das ein. Ne? Kommt dann noch dazu, ihr habt ja hier den Berg auch gut genutzt, unter anderem für die Natur, aber auf der anderen Seite natürlich auch einen großen Photovoltaikpark hier hingestellt, was ja auch Sinn macht, wenn man eh schon da diese Flächen hat. Ja. Genau, und die können ja auch nicht anderweitig nutzen, man kann jetzt kein Haus drauf bauen oder was auch immer. Weinberg hinstellen. Oder Weinberg wird auch nicht funktionieren. Vielleicht mal in der Zukunft. vielleicht hat es dann, genau, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist so ein bisschen, dass wir hier halt in Deutschland dieses Deponiegesetz haben. In anderen Ländern wird munter, sage ich mal, ohne großen Vorwurf, unbehandelter Hausmüll deponiert. Oder halt auch noch nicht mal in wirklichen Deponien abgelagert, sondern zu unseren alten, bekannten Hausmeisterdeponien. Einfach wird irgendwo in die Umwelt geschmissen. Und ich glaube, man muss noch mal sensibilisieren. Ich meine, klar ist das ein Riesenaufwand, aber es ist eine Riesendienstleistung, die wir hier machen. Und so insgesamt in Deutschland, dass wir wirklich das schaffen, diese negativen Umweltauswirkungen, die automatisch entstehen, wenn wir Müll produzieren, dass wir die schon echt relativ gut im Griff haben. Wie gesagt, nichts ist perfekt und ich glaube, wir haben auch viele Probleme angesprochen, die so existieren. Aber in anderen Ländern schaut die Situation halt leider nochmal ganz anders aus. Und die Emissionen der Abfallwirtschaft sind also in Deutschland sehr stark gesunken, in anderen Ländern sind die extrem hoch. Und es hat ein wahnsinns Klima, ist eine Klimafrage auch. So, jetzt nochmal, die Technik lässt uns nicht im Stich, sie ist genauso unzuverlässig wie immer. Hat jetzt gerade nochmal irgendwie ein Netzbrummen gegeben, keine Ahnung, wo das herkam. Ich muss wirklich mal hier gucken, dass ich da auf Fehlersuche gehe. Aber wir waren gerade dabei bei Deponien in anderen Ländern und dass es eine große Auswirkung auf den Klimawandel hat und hier sehr viel klimaaktive Gase eben in die Umwelt kommen. Richtig, ja, also wir sind hier in Deutschland schon auf einem ganz guten Stand, würde ich sagen. Und das war ein Lerneffekt. Ja. Also auch hier in Deutschland waren wir vor 20, 30, 40 Jahren einfach noch lange nicht so weit, wie wir heute sind. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Thema, wo wir natürlich versuchen, wie wir Wissen weiterzugeben, international. Ja. Für mich ist das immer so ein bisschen komisch, weil ich natürlich direkt von der Uni gekommen bin, jetzt hier in diesem Bereich. Und das sind eigentlich hauptsächlich eher alte Leute, weil mit Deponiegas so, das ist nicht das Zukunftsfeld, weil eben das entsteht nicht mehr so neu. Dementsprechend habe ich da so ein bisschen die Befürchtung, oder ich denke, dass wir dieses Wissen weitergeben müssen an andere Länder, weil das ist einfach eine super gute Sache. Man kann lokale Umweltemissionen vermeiden und eben auch fürs Weltklima quasi was tun. Ja. Und ich meine, da gibt's Programme, da gibt's Initiativen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben viele internationale Besuchergruppen, aber das müsste man einfach intensivieren. Also zum Beispiel hatten wir neulich das russische Fernsehen da, einen russischen Kanal, weiß ich gerade nicht mehr, welcher es war. Und die in Russland diskutiert man auch gerade darüber, hier das ganze Abfallrecht zu modernisieren und so weiter. Die haben uns auch erzählt, ja, da ist einfach noch so viel zu tun, so viel. Und die wissen teilweise gar nicht mehr, wo. Russland ist ein riesen Land. Mhm. Wenn man sich mal das mal vorstellt, also hier in Deutschland, da kriegt man das ja mit, wenn jemand irgendwo Umwelt also verschmutzt, indem man einfach Abfall ablädt. Aber in Russland? Also vielleicht ist das Bewusstsein nicht so groß, aber gleichzeitig ist es auch so ein Riesenland. Ne? Da, also es ist schon, wie gesagt, wir müssen dieses Wissen weitergeben, glaube ich. Und das ist auch so, einfach was, getrenntes Abfallsystem. Also ich finde, dass das Länder gibt, die nicht mal irgendwie so versuchen, das irgendwie einzuführen. Mhm. Wobei ich mal sagen muss, ein kleiner Exkurs, was ich gehört habe, dass in den USA das meistens so geregelt ist, dass die Speisereste nicht separat eingesammelt werden, sondern dass die über die Kläranlagen. Ja, die haben so Schredder im Waschbecken drin und die sind wirklich gut, weil die dadurch eben auch diese Biogasanlagen, die funktionieren eben auch sehr gut, weil es gleich eben auch mit dem ganzen anderen Geschmodder zusammen angeliefert wird. Also richtig, schon beziehungsweise die machen das so im Klärwerk, also wir machen ja auch, unsere Klärwerke produzieren ja auch Klärgas, aber
da, ja, also es ist ein anderer Weg. Also weiß ich nicht, vielleicht gerade auf einem Land wie in den USA, die so flächenmäßig auch wieder groß sind, ist das vielleicht die klügere Alternative. Ich denke, es gibt keine perfekten Lösungen. Ne? Ich meine, hier fahren natürlich LKWs und holen den Müll ab und bringen den hierher. Und das natürlich auch nicht ohne irgendwelche Umweltauswirkungen. Aber besser, wie gesagt, immer noch, als es irgendwo in die Umwelt zu schmeißen. Richtig, ja. Und ich glaube, das ist einfach so die Sensibilisierung, die wir auch brauchen, so für weltweit. Die Besuchergruppen, die hierher kommen, die wissen das. Das sind die Experten, die zu diesen Themen arbeiten. Ja. Aber ich glaube, in den Bevölkerungen, in den anderen Ländern, ist das noch nicht immer perfekt angekommen. Und ich denke, das sollte man auch nicht aus einer, ich soll sagen, besserwisserischen oder rechthaberischen Position rausmachen, sondern einfach diese Hilfe anbieten, weil das eigentlich für alle Beteiligten eine gute Sache ist. Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, ich glaube, 15% der weltweiten Methanemissionen kommen aus so Deponien und sowas, ne? Ja, das also die Abfallwirtschaft, also ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, in Deutschland waren wir mal bei einer ähnlichen Quote, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar so in die 20%, eben bevor man angefangen hat, eben Müll zu verbrennen und nicht mehr zu deponieren, solche Sachen. Also und diese Bioabfall, diese generell die getrennte Sammlung war eine gute Sache für die Abfallwirtschaft. Ja. Aus emissionsrechtlicher Sicht. Ja, gut, auch aus ist ja auch lukrativ, sage ich mal, das Deponiegas dann zu verwenden, um da Strom her zu produzieren. Auch wenn es wahrscheinlich, also ich nehme es jetzt einfach mal an, dass es nicht kostendeckend ist, oder? Das ist eine schwierige Frage. Das ist natürlich super schwierig zu quantifizieren, weil wie man muss das gegenrechnen gegen sozusagen, ich betreibe eine Fackel, weil ich bin ja dazu verpflichtet, das Gas zu verbrennen. Also das heißt eigentlich für uns, solange man noch so gutes Gas hat, ist das alles noch kein Problem. Gut, klar, aber wenn ich jetzt kein Gesetz hätte, das dich dazu zwingt, das zu erfassen, dann, das meinte ich jetzt, wie es in anderen Ländern, wenn es da eben keine Vorschriften gibt, hier, ihr müsst jetzt das Gas abfackeln oder? Das hängt, sage ich mal, letztendlich, das wissen auch nicht unbedingt alle, also Deponiegas, unter anderem Grubengas, Klärgas, das sind erneuerbare Energieträger, die auch vom Erneuerbaren Energiengesetz gefördert werden, allerdings mit weitaus geringeren Fördersätzen als zum Beispiel jetzt Biogas oder auch PV-Anlagen, Windanlagen. So. Wir waren schon immer bei einem sehr niedrigen Fördersatz, der auch relativ nah am Marktpreis sozusagen ist, aber ganz ohne Förderung wird sich das nicht rentieren, sage ich mal. Und das ist aber halt die gesellschaftliche Aufgabe, vor der man kann nicht von der einzelnen Firma erwarten, dass sie das macht, wenn man keine Anreize setzt. Und ich finde deswegen, aber das meine ich auch mit, was andere Länder von uns lernen können, zu sagen. Da muss man natürlich auch die Leute darüber aufklären. So finanzieren wir uns, so verdienen wir unser Geld und welche Gesetze sich vielleicht auch etabliert haben, Richtig. Also ich glaube, also das ist so die Leute interessieren sich teilweise mehr für die Energie als für den Abfall selber, obwohl die aus dem Abfallbereich kommen, weil das ist einfach spannend. Ja, und wie sieht bei euch die Zukunft aus? Also wenn du jetzt sagst hier, wirklich lange wird das nicht mehr gehen mit der Deponie, die ist bald voll. Hast ja auch gezeigt, der Deponieberg wandert nach vorne und der ist ja mittlerweile schon sehr nah auch an der Straße und an den Gebäuden dran. Ne? Also richtig, also da wird auch viel zurückgebaut werden in den nächsten Jahren, viel verlagert werden. Das ist verrückt. Also das, wenn man so hier steht und dann habe ich gehört, da gab es mal ein altes Betriebsgebäude, da wo die Leute gearbeitet haben, das ist lange nicht mehr da. Okay. Ja, also wenn der Berg voll ist, dann bleibt uns eigentlich erstmal nur die Option zuzumachen und dann in diese Nachsorgephase zu gehen. Das ist natürlich ein bisschen so ein Thema, wo die Kollegen hier natürlich manchmal ein bisschen Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Und klar, das ist ja, also in der Nachsorge, die Arbeitsplätze, wie gesagt, das habe ich angedeutet, das wird noch sehr lange gehen. Aber auch da würde ich sagen, gehen die Arbeitsplätze zurück. Klar, ja, vielleicht auch mein eigener. Man braucht ja nicht mehr so viele Leute für das, genau das. Ja. Also das ist schon, also wie das sich entwickeln wird, keine Ahnung. Es gibt Überlegungen, die sind auch, also inzwischen, das ist keine interne Überlegung mehr, sondern eine öffentliche, die auch viel diskutiert wird, eben unsere Deponie zu erweitern, beziehungsweise das Projekt nennt sich dann Deponie auf Deponie. Okay. Einfach auf die bestehende Oberflächenabdichtung einfach wie das zu betrachten als, okay, wir machen eine neue Basisabdichtung und darauf nochmal eine Deponie. Ah, okay. Einfach aus dem Grund, weil Deponiekapazitäten, wie ich es schon ein bisschen angedeutet habe, also je nachdem, wo man wohnt, vor allem lokal werden die eben sehr knapp. Mhm. Ja, also gerade auch hier Großraum Frankfurt, hier wird auch viel gebaut, hier wird viel Müll produziert und der muss ja irgendwo hin. Mhm. Und auch weit wegschicken funktioniert eben auch nur so und so lange.
Und ja, ist halt auch teuer, ne? Also teuer, umweltschädlich, das sind große Mengen und wie gesagt, eigentlich, und aber gleichzeitig eine neue Deponie wird niemand aufmachen wollen. Das kriegt keiner genehmigt. Das sage ich jetzt mal so, außer vielleicht in Sonderfällen. Und das führt einfach dazu, dass man schon länger, aber generell schon zukunftsmäßig immer gedacht hat, ja, da muss man halt irgendwie die alten Deponien, da muss man mal gucken, was man da machen kann. Es gibt auch so Ideen, wir haben über Rückbau gesprochen oder Aufgraben wegen den Rohstoffen. Es gibt so, wie gesagt, so Forschungsvorhaben gab es, die haben gesagt, okay, wir graben die alten Deponien auf und dann holen wir vor allem die Organik raus, verbrennen das, nutzen das und dann haben wir ganz viel Volumen gewonnen. Hm. Aber lohnt sich das wirklich? Also klingt verrückt, aber also es wurde mal vermutet, dass es sich lohnt. Es hängt alles am Preis. Ne? Aber ob es sinnvoll ist, ist vielleicht eher die Frage. So. Ja. Naja, wie gesagt, es gibt diese Überlegungen zu dieser Deponie auf Deponie. Ist natürlich immer wieder für die Anwohner ist das natürlich nicht so. Die freuen sich da nicht unbedingt. Wobei ich sagen muss, also weiß nicht, wie du das einschätzt. Da bin ich, aber kann ich auch nicht hundertprozentig was dazu sagen, weil ich auch nicht genau hier nebendran wohne. Aber das ist so eine Überlegung, wo man sagt, okay, aber die Frage ist auch, was machen wir dann? Sozusagen. Klar, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt, also ich habe einen schönen Blick auf Sportplätze und schön raus in den Sieben-Tischwald in Augsburg, ja. Ich würde den jetzt auch nicht unbedingt eintauschen gegen eine aktiv betriebene Deponie. Wenn die mal zu ist, wenn die mal begrünt ist und alles, ist ja alles wunderbar, ja. Ja. Hier geht's ja jetzt auch, das ist Schlacke abgelagert, das staubt vielleicht ein bisschen, aber hey, das ist in Ordnung, das stinkt nicht, da hast du einfach halt ein bisschen Betrieb, ja, okay, aber in einem Gewerbegebiet hast du richtig, genauso also, viel Betrieb, ja. Also ich sag mal so, es hält sich, glaube ich, noch in Grenzen. Genau. Was man halt sagen muss, ist, ja gut, man kann sagen, hier not in my backyard, ne? Aber die Frage ist so gesamtgesellschaftlich, die ich mir halt manchmal stelle, ne? So, was machen wir denn bald jetzt so? Und das ist ja auch keine Lösung, haben wir schon gesagt, so irgendwie das in andere Länder erstmal wegen dem ganzen Transportweg, aber auch so wie können wir uns eigentlich das Recht rausnehmen? Allein schon sowas wie, wir schiffen das in den Osten, wollen die unseren Müll? Also, ich finde das, es ist, wie gesagt, es gibt da meiner Meinung nach viel zu wenige gute Lösungen für die Zukunft. Also für die lange Zukunft auf jeden Fall. Das ist keine Sache, die in den nächsten 2 Jahren kritisch wird, aber in den nächsten 10, 20 reden wir schon davon, dass das alles sehr knapp wird. Und damit wird das auch teurer. Vielleicht ist das genau das, was es braucht. Keine Ahnung. Aber also ich weiß auch nicht, wie die Zukunft aussieht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es gibt kluge Leute, die machen sich kluge Gedanken, aber ich glaube, wir brauchen vor allem. Hört sich so scheiße an, wenn man, das sagst du wahrscheinlich in jeder Episode, wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Nee, das hört sich gar nicht scheiße an, sondern das ist genau das, weswegen ich ja den Podcast auch mache, um eben auf solche Punkte hinzuweisen, weil die halt oftmals nicht wahrgenommen werden. Und ich sag mal so, der Klimawandel kommt ja, von daher, vielleicht können wir ja das zum Deichbau verwenden, ja. Wäre ja auch eine Idee, also ein bisschen zynisch, aber da brauchen wir dann vielleicht auch ganz viel Mineralien. Nee, ich sag mal so, wir sind jetzt noch nicht so nah an der Küste, aber vielleicht gibt es einige Deponiestandorte, wo die sich über so einen kleinen Berg dann nochmal freuen werden. Aber das mit der Küste würde ich jetzt auch mal nicht beschreien. Also da gibt es auch so Szenarien, dass die Küste dann irgendwann mal ganz weit herkommt, dann ist immer auch nicht mehr so weit davon entfernt. Aber ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Und genau. Von daher schon mal ganz vielen Dank an der Stelle. Haben wir gerade noch irgendwas, was wir noch vergessen haben? Gibt es noch irgendwas, was du sagen willst? Ich glaube, sonst nämlich dieser Punkt, sich damit zu beschäftigen und sich das mal zu vergegenwärtigen, was das für Auswirkungen hat, war also, ganz gutes. Ich würde vielleicht abschließend noch so ein kleines Fazit machen und 3 Punkte so vielleicht den Hörern versuchen, an die Hand zu geben, ja, die ich auch für mich selber durch viel Nachdenken, sage ich mal, das ist jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, aber einfach so, was kann man denn tun? So, ne? Also als gesamtgesellschaftliches Fazit würde ich einfach ziehen, wir beschäftigen uns zu wenig damit. Ja. Und jede von unseren wirtschaftlichen Handlungen hat einen Ausstoß, außer wir schaffen so ein 100% Kreislaufmodell, aber das ist im Endeffekt quasi unmöglich, physikalisch. Ja, und die logische Konsequenz für mich ist damit eigentlich nur, okay, wir müssen diesen materiellen Ressourcendurchsatz irgendwie reduzieren oder wir trotzdem versuchen, so einen Lebensstandard, ja, weiß nicht, ob wir den 1:1 halten müssen vom Ressourcenverbrauch, aber zumindest wir müssen das vielleicht anders definieren, wie wir so generell leben. Das ist in jeder möglichen anderen Themensparte ist das auch eigentlich. Und deswegen finde ich das immer nochmal wichtig zu sagen. Also das ist, wie gesagt, meine eigene Meinung, aber das ist auf jeden Fall, sehe ich das so. Und ja, was kann man denn jetzt tun, wenn man sagt, okay, habe ich jetzt gehört die Folge, bin eigentlich so ein bisschen, negativ. Sollte eigentlich schon, aber weiß nicht wie. Ja, negativ eingestellt, auch denkst du, oh, das ist ja super deprimierend. Also das Erste ist, auch wenn das nicht das Einzige sein kann, bei sich selber anfangen. Klar, da gibt es
einfache Wege, wie man tatsächlich Müll sparen kann. Wie man erstmal so generell, wie viel konsumiere ich, was brauche ich denn wirklich, ja, und wie gehe ich dann mit dem Müll um, den ich habe. Wir haben ja über die viele Abfalltrennung schon gesprochen. Das zweite würde ich sagen, ist auch ein bisschen auf politischer Ebene. Jeder von uns ist in der Kommune und man kann ja da mal nachfragen. So, also ja. Meine Erfahrung ist so Bürgermeister oder was weiß ich nicht, die sind da nah dran. Das sind offen städtische Eigenbetriebe. Das heißt, die Stadt selber, die Kommune, die hat einen riesengroßen Handhaber darüber, was mit dem Müll passiert. Sich einfach mal so ein bisschen informieren, was passiert mit unserem Abfall. Einfach mal so, vielleicht auch so Interesse. Und dann sagen, okay, Moment, ich habe es gehört, gelernt, gelesen, wie auch immer, irgendwie Umweltbundesamt sagt, das ist besser. Warum kann man nicht zum Bürgermeister gehen und sagen, hey, ich möchte gerne, dass mein Abfall... Kritisch und, nachfragen. Ja, und vielleicht auch, also da hat man sehr große Einflussmöglichkeiten im Bereich Abfall, mehr als in anderen Bereichen, weil es eben durch die Kommune gehalten wird. Mhm. Und also gerade sowas wie, dass der Bioabfall ordentlich verwendet wird, halte ich einfach für... Das sollte überall gemacht werden und da sollte Anstrengung intensiviert werden. Und so auf dritter Ebene sozusagen einfach meiner Meinung nach sich dafür einsetzen, dass Ressourcenverbrauch ordentlich mit Geld oder wie auch immer, es muss irgendwie geregelt werden, dass wir einfach nicht mehr über unsere Verhältnisse leben. Und ich glaube, dafür kann sich jeder einsetzen und vielleicht auch an seinem Mindset ein bisschen was drehen, was wir so als Gesellschaft brauchen, was wir wirklich brauchen. Und ja, so das würde ich sagen, so das betrifft wieder ganz viele andere Fälle, aber gerade im Thema Abfall wird es ohne das nicht gehen. Ja. Also ich habe da auch noch zwei Punkte, und zwar das Gerne. Ist so das, was ich fast immer sage, externe Effekte internalisieren, also was du gerade gesagt hast mit hier, wir haben externe Effekte wie jetzt Umweltverschmutzung und sowas und die sind halt da oder der Ressourcenverbrauch, das ist halt da, aber das muss halt irgendwie, wie du gesagt hast, finanziell oder halt irgendwo auch sich im Geld widerspiegeln. Also kann nicht sein, dass ich irgendwelche China-Gadgets da irgendwo aus China bekomme, die dann irgendwie Elektroschrott sind, der dann viel, viel mehr Kosten verursacht, die dann aber nicht der Nutzer im Endeffekt trägt. Und ich fand das gut, mit denen hier auf die Kommunen und auf die Politik eingehen und kritisch nachfragen. Man kann aber auch direkt in den Läden auch kritisch nachfragen oder halt so Sachen machen wie den Abfall im Laden lassen, weil ich glaube, die Läden, also vielleicht dauert das, vielleicht braucht man da Millionen von Leuten dazu, aber wenn jeder seinen Papier- und Plastikabfall direkt im Laden ablädt und die dann einen eigenen Angestellten hinstellen müssen, der alle 2 Stunden die Mülltonnen bei denen leert, weil einfach sie so überfallen werden von Abfall, ja, dann denken die vielleicht auch mal weiter, dann lohnt sich das für die vielleicht auch nochmal nicht alles, irgendwie jeden Scheiß nochmal zusätzlich einzupacken und da kann man, denke ich, auch einwirken oder halt auch am persönlichen Verhalten, auch wenn das natürlich nicht die Lösung ist, aber es ist vielleicht ein Teil davon. Und klar macht es mehr Sinn, da über die Politik zu gehen, über die Multiplier, ja, aber ich denke, das ist auch eine gute Sache, wie du ja im ersten Punkt auch gesagt hast, sich selbst zu hinterfragen, was kann ich machen, was mache ich eigentlich? Und ich glaube, das ist auch, die meisten unterschätzen, wie viel Lebensmittel oder wie viele Sachen sie eigentlich wegwerfen. Und da muss ich selber auch mit mir, also ich habe jetzt auch wieder drüber nachgedacht, jetzt habe ich hier eine Tomatensauce im Kühlschrank stehen lassen, eine offene, so, ja, mal gucken, ob die am Montag noch gut ist, ja. Ja. Und das sind so Punkte, ja, weil es mich zu wenig kostet, ja. Ja, also ich denke, ja, also das eine tun, das andere nicht lassen, das sind alles nicht einzelne Maßnahmen, sondern ich glaube, es geht um das Gesamtverständnis davon. Denke, ja. Und allein schon gut, dass ihr hier eingeschaltet habt und zugehört habt und euch diese 1,5 Stunden wären es wahrscheinlich irgendwas um den Dreh rum im Schnitt, dass ihr euch damit beschäftigt mit dem Thema. Und hast du vielleicht noch irgendwie, wenn man sich weiter damit beschäftigen will, hast du da vielleicht noch irgendwie Literaturempfehlungen oder irgendwas? Also den Film Sodom, Welcome to Sodom, den kann ich total empfehlen. Den habe ich im Filmkreis gesehen, hier bei mir an der Uni, an der TU. Es gibt zum Beispiel den Plastikatlas von Heinrich-Böll-Stiftung. Ja. Über den habe ich, den bin ich gestolpert und das ist schon ein Pamphlet, das sind 50 Seiten, super verständlich geschrieben. Da kann man sich einfach mal zum Thema Plastik informieren. Generell, wie gesagt, es gibt bei jeder Kommune, die haben eigentlich in der Regel Informationszeiten, was mit dem Abfall vor Ort genau passiert. Ja, das war es eigentlich jetzt so, was mir an konkreten Literatur empfällt. Also es gibt da sicherlich jede Menge Bücher. Auch Videos, Phoenix, ARD, die haben garantiert da einen Haufen. Auf jeden Fall. Falls ihr Netflix habt, böses Netflix, ich weiß, aber da gibt es den Film Taste the Waste. Der beschäftigt sich nochmal dann mehr mit dem Thema Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelabfälle. Also
Kann ich auch noch empfehlen, sich anzuschauen. Falls du noch nicht gesehen hast, kannst du auch noch angucken. Ich glaube, ich habe mir den auf die Liste gesetzt bei Netflix. Okay. Sehr gut. Ja, ich wollte nur sagen, danke, dass du hier warst, weil ich fand das super cool, dass wir danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, also, nee, dass du dir also, jetzt hier auch die Zeit genommen hast. Und auch danke hier an wie heißt der nochmal? Moment, Rhein-Main. RMD. RMD, genau. Ja. Danke auch an RMD, dass ich hier die Deponieführung mitmachen durfte und dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu reden und hier das mir Rede-Antwort zu stehen. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen beantworten. Ich weiß auch nicht, ob das einen absoluten Fact-Check, weil ich doch nicht in allen Bereichen Experte bin, standhält, aber ich hoffe, wenn ihr noch Fragen habt und irgendwie auch mich kontaktieren wollt mit irgendeiner spezifischen Frage oder irgendeinem sehr dringenden Anliegen, dann könnt ihr ja sicherlich über Kontakt, erreicht man dich irgendwie dann sozusagen, wo du das dann weitergeben kannst? Genau, also entweder schreibt ihr direkt an mich, ihr findet die gesamten Kontaktadressen auf ressourcen.fm oder ihr findet einfach bei dieser Episode in den Shownotes da auch nochmal Angaben, entweder hier zum Unternehmen oder aber zum Alex selber und könnt dann ihn direkt anschreiben. Und wie immer gilt natürlich, Fact-Check, schön und gut, ja. Aber wenn ihr irgendwelche Fakten habt, wo ihr sagt, oh, das stimmt nicht so ganz oder ihr habt irgendwelche Fehler oder irgendwelche Bugs entdeckt, dann gilt wie immer die Bierregel. Wer es mir sagt, der kriegt beim nächsten Treffen von mir ein Bier ausgegeben. Und von daher hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß beim Zuhören hattet. Und stellt mir Fragen, wünscht euch neue Themen für das nächste Mal. Vielen Dank dir, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal. Und ich freue mich drauf, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin kann ich dann nur sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.